Hallo und herzlich willkommen zu Secret Files 4, Sam Peters. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie lange das Spiel läuft. Ich habe mich im Vorfeld mal informiert, weil es wohl einige Klagen gab, dass es nicht so lange ist. Sollte es unter anderthalb, zwei Stunden bleiben, werde ich das Spiel am Stück für euch hochladen. Sollte es aber doch länger dauern, kann ja auch sein, weil ich mich einfach total schusselig anstelle oder sowas, dann werde ich das auf jeden Fall in Einzelteile hochladen. Das heißt, wenn es nicht so perfekt gecuttet ist, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid, dann seid mir nicht böse. Ihr wisst jetzt, warum. Ja, ich würde sagen, dass wir einfach mal ein neues Spiel starten. Mein Name ist Sam Peters. Ich sehe umwerfend gut aus, bin naturblond, aber hochintelligent, extrem tough, eine ausgezeichnete Journalistin und ich hasse Bescheidenheit. Ich arbeite für Uncharted. Das ist so eine Art Playboy für Wissenschaftler. Ohne nackte Frauen, ohne Autos, aber mit Interviews und überhaupt mit sehr viel Text. Wir berichten von Ausgrabungen in und Expeditionen zu den entlegensten Winkeln der Welt. Die Bezahlung ist genau genommen ziemlich mies, aber ich liebe Abenteuer und davon gibt es als Bonus reichlich. Manchmal sogar etwas zu reichlich für meinen Geschmack. Mein letzter Auftrag führte mich nach Indonesien, wo einheimische Archäologen eine alte Tempelanlage im Dschungel entdeckt hatten. Ein Teammitglied nach dem anderen verschwand plötzlich spurlos und ich geriet in die Gefangenschaft einer Bande von Terroristen. Nur mit der Hilfe meines alten Freundes Max konnte ich fliehen. Während er nun versucht, hinter die Pläne der Bande zu kommen, soll ich die indonesischen Behörden benachrichtigen. Damit meine Mission nicht zu einfach wird, ist extra ein Vulkan ausgebrochen und die halbe Insel steht in Flammen. Keine Ahnung, wo Max steckt. In diesem Inferno nach ihm zu suchen, ist völlig sinnlos. Außerdem sollte eigentlich der Mann für die Frau durchs Feuer gehen und nicht umgekehrt. Meine Aufgabe ist also klar. Ich muss von dieser Insel entkommen und auf dem Festland Hilfe holen. Vor Bali, Indonesien. Geschafft. Jetzt aber nichts wie weg hier. Na toll. Aus dem Schlauchboot ist die Luft raus. Erinnert mich an meine letzte Beziehung. Wie soll ich denn jetzt zum Festland kommen? Ja, aber um da mal kurz noch was zu sagen, Sam, es tut mir leid, aber der Mann, also der Max, ist für seine Frau durchs Feuer gegangen und jetzt sind sie glücklich verheiratet. So viel dann zum letzten Teil, also zumindest den Teil mit der Hochzeit. Spielanleitung, kurze Anleitung. Das Spiel wird komplett mit der Maus gesteuert, um die Spielfigur an eine bestimmte Stelle zu bewegen. Ja, das kennen wir ja alles. So, was haben wir hier? Tagebuch, Menü und Szene untersuchen. Ich muss aber mal sagen, die Grafik hat sich doch wesentlich verbessert. Oh, eine tote Krabbe. Zum Verzehr definitiv nicht mehr geeignet, aber als Werkzeug könnte es für die große Schere noch reichen. Ach so, die hat jetzt nur die Schere mitgenommen. Okay, verstehe. Ein ganz gewöhnlicher indonesischer Felsen. Ich geb's ungern zu, aber der ist mir eine Nummer zu groß. Och, ich dachte, du bist ach so perfekt, gute Sam. Ist wohl doch nicht ganz so perfekt, hm? Flaschenpost. Haben wir sonst noch irgendwas? Schlauchboot ist klar. Der Vulkan spuckt immer noch unentwegt Lava und Asche. Hoffentlich geht's Max gut. Also, wenn ich das richtig verstehe, auch nach dem, was sie so gesagt hat, dann ist es wohl so, dass das hier direkt nach dem dritten Teil spielt. Nee, nach dem zweiten Teil spielt. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil der ganze dritte Teil nämlich jetzt dazwischen war. Was dann so ein bisschen rüberkommt, als ob man was vergessen hat nach dem zweiten, nach dem dritten Teil, dass man das dann noch hinterher schieben musste. Was ist das? Verschlossen. Vielleicht bekomme ich das Schloss ja irgendwie anders auf. Meine Güte, Max und sein Faible für ausgefallene Verschlussmechanismen. Okay. Moment, Max, M-A-X, müssen dann eventuell, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder
müssen überall diese hellen Dinger hin. Die kann man doch verschieben, oder? Merkwürdiger Mechanismus. Ich bin mir sicher, dass man durch das Verschieben der Schalter die Kiste von Max öffnen kann. Ja, okay. Kann man verschieben. Ich probiere das mal eben. Ja. Weil wegen den Kratzern, ja, habe ich jetzt gedacht, dass man das verschieben kann. Aber dann stand der Schalter und ich war mir dann doch nicht mehr sicher. Also entweder müssen überall die hellen da rein. Oder, was ich eher glaube, da hier die Buchstaben in einer ganz anderen Reihenfolge drin stehen, dass wir... Also MAX mit 1, 2, 3 machen müssen. Dann ist jetzt die Frage. Ich meine, das ist klar. Aber wie bekommen wir das jetzt zu dem A hin? Ach so. Nee, ist keine Frage. Moment. Das ist einfach. Ha. Ist nur die Frage, ob es so gewollt ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich hoffe, die Mühe hat sich gelohnt. Stiefel, Socken und Zeugs. Ein Satellitentelefon wäre mir lieber gewesen. Stiefel, Socken und Zeugs. Ja, das ist doch super. Eine komplett zerlegte Luftpumpe. Oh. Ich wollte es nur untersuchen. Ich wollte die nicht zusammenbauen. Ist das der untere Teil? Wahrscheinlich, ne? Nee, da ist... Das muss oben drauf, denke ich mal. Weil irgendwo muss ja der Schlauch rein. Die Frage ist... Ach so, das ist die... Dieses... Ja. Nein, du sollst es da dran festmachen eigentlich. Wieso macht er das hier nicht dran fest? Er macht es immer in diese Position. Ich lasse das erstmal so. Frage ist jetzt... Das ist wahrscheinlich zum... Ja, Luftpumpe. Das ist zum Reinstecken ins Loch. Das heißt, das kann nur das Teil von hier oben sein und das müsste hier oben dran. Aber wieso verbindet der den Schlauch nicht damit? Oder muss ich das... Ah, okay. Ich muss es selber in die Höhe setzen. Okay. So, müssen wir das Loch wahrscheinlich flicken, denke ich mal. Frische Socken zum Wechseln sollte man auf jeder Expedition dabei haben. Gummistiefel können manchmal praktisch sein, bequem und schick sind sie aber nie. In der Flasche ist ein Zettel. Leider bekomme ich den Verschluss nicht auf. Können Sie natürlich auch einfach die Flasche kaputt machen. Ah, deswegen der Stein. Also der Felsen, oder? Und ich habe mich schon gefragt, warum die den Felsen extra da reinbringen. Scherben bringen Glück. Wenn man damit eh nichts machen kann. Achso, jetzt haben wir Scherben und den. Fast schärfer als ich. Okay, ja, ist in Ordnung, Sam, ist in Ordnung. Was immer hier steht, übersetzen kann ich's nicht. Muss Indonesisch oder Malaiisch sein. Das ist natürlich clever, wenn man jemanden eine Botschaft schicken will, die in einer Sprache zu schicken, die man nicht versteht. Obwohl, ich glaube nicht, dass das von Max gekommen ist. Ich glaube, das ist jetzt von irgendjemand anderem. Wir schauen uns das Loch erstmal an. Ein Einschussloch, diese Drecksäcke. Ach, Einschussloch, okay. Mit Handauflegen kann ich die kaputte Stelle nicht reparieren. Nicht? Na dann. Was haben wir denn? Krabbenschere. Gummistiefel. Ich weiß nicht, wofür die Gummi... Hä? Die sind mir eh viel zu groß. Ich schneide mal ein Stückchen Gummi raus. Dein Ernst jetzt? Das habe ich aus einem der Gummistiefel geschnitten. Dann ist das der Flicken, oder was? Ja, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das jetzt da drauf? Wir müssten ja jetzt irgendwie Kleber oder sowas haben. So macht ihr das. Das Gummistück ist groß genug, um das Loch zu flicken. Aber die Stelle ist zu schmutzig. Das hält so nicht. Ja. Können wir denn hier noch irgendwo... Achso, wir können den Strand auch verlassen. Ah, dann schauen wir mal kurz. Nee, das ist das Schlauchboot. Was haben wir da hinten? Max steckt in Schwierigkeiten. Ich muss aufs Festland und Hilfe holen. Naja, so ungefähr, ne? Okay. Nö, dann haben wir anscheinend nichts vergessen. Dann gehen wir hier mal raus. Der Vulkan macht sich langsam warm. Was auch immer ich hier tun soll, lass es uns schnell tun.
Was? Steininformation, was ist das denn? Also, das ist ein Pfeil, aber... Sieht wie ein Pfeil aus. Vorsicht, Sam, das riecht ein wenig nach Falle. Viel ist an dem ja nicht mehr dran. Die Knochenjägerin nimmt wirklich nur einen einzigen Knochen mit. Okay, Fahrt in den Dschungel. Sollten wir in den Dschungel gehen? Ich bin mir nicht sicher. So toll ist kein Mann, dass Frau für ihn zurück in die Hölle geht. Ich mache ausnahmsweise mal das, was man mir sagt und hole auf dem Festland Hilfe. Okay, was können wir mit den Knochen denn jetzt anfangen? Können wir damit irgendwas... Ich steck den Knochen in die Krabbenschere. Ach so, als Verlängerung. Der Knochen steckt fest in der Krabbenschere. Okay, jetzt haben wir aber immer noch nichts, womit wir das Ganze festmachen können. Können wir denn hier irgendwo was vom Baum oder so nehmen? Das ist so eine blöde Ansicht von oben. Dschungel. Mehr ist da auch nicht, nur der Dschungel, ne? Oh. Können wir da noch näher rangehen? Das ist vielleicht nicht so gut für uns, aber... Die Hitze ist so stark, dass sich die Zweige entzündet haben. Ah, Moment. Ich klemm das Gummistück zwischen die Scheren. Ah, Frage ist nur, wie beim Rösten von Marshmallows. Du musst wissen, wann es genug ist. Ich meine, das... Genug geschmolzen. Ja, ich wollte gerade sagen, das Gummi wird ein bisschen geschmolzen. Die Frage ist nur... Faszinierend, aber auch ein bisschen gruselig. Die Frage ist nur, reicht das aus? Brennender Busch, sind wir jetzt hier bei irgendeiner christlichen Aufgabe? Nein. Hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Zum Strand, ja. Okay, das damit. Mit Handauflegen kann ich die kaputte Stelle nicht reparieren. Nee, deswegen sollst du es ja da drauf machen, Mädel. Zu deiner Information, Unwissender. An verschmutzten, feuchten Stellen haftet der weiche Gummi nicht. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Was ist mit den Socken? Dann mal weg mit dem Sand und alles schön trocken reiben. Ich gehe natürlich davon aus, dass dieses Boot gepflegt worden ist. Perfekt. So, reicht das, wenn wir das mit dem Schlauchboot selber machen? Findet die die Öffnung? Dann pumpen wir das Schlauchboot mal wieder auf. Jo, dann jetzt geh mal kann rein. Ich endlich hier weg. Mein Chef hüpft sicher schon seit Tagen rum wie Rumpelstilzchen, weil ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet habe. Ja, und wie Sie hören, hören Sie nichts. Das liegt daran, dass die Musik aus ist. Endlich zu Hause angekommen, schenke ich mir erstens einen Drink ein und höre zweitens meinen Anrufbeantworter ab. Nur 25 Nachrichten von meinem Chefredakteur. Er hebt ab, bevor das erste Tut zu Ende ist. Meine Güte, klingt der vielleicht angefressen, weil ich jetzt erst aus Indonesien zurückgekommen bin. Ich heb mir meine vorbereiteten Entschuldigungen und Ausflüchte für später auf, denn er hat auch schon den nächsten dringenden Auftrag für mich. Gefühlte 100-mal betont er, wie extrem wichtig diese Reportage für unser Magazin sei. Ich solle mich also gefälligst sofort an die Arbeit machen. Eine wunderhübsche Blondine wie ich findet sicher schnell einen neuen Job. Aber ich stehe eigentlich nicht so auf körperliche Arbeit. Also nehme ich den nächsten Flug nach Berlin, um mich mit einem gewissen Professor Hartmann zu treffen. Er leitet eine Forschergruppe der Humboldt-Universität und unser Magazin gehört zu den Sponsoren seiner Afrika-Expedition. Dort ist der Professor mit seinem Team angeblich einer wissenschaftlichen Sensation auf der Spur. Wie oft ich das schon gehört habe. Meist entpuppt sich die Sensation am Ende dann als so seichter Stoff, dass man damit noch nicht mal das Sommerloch stopfen kann. Wie auch immer, da ich an meinem Job hänge, werde ich also mit Professor Hartmann nach Afrika fliegen. Das genaue Ziel wollte er mir nicht verraten, ich habe also nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet. Und genau das liebe ich an meinem Job. Berlin, Deutschland.
Das Institut für Biologie. Hier soll ich mich mit Professor Hartmann treffen. Das Tor ist verschlossen. Ja, bitte? Hallo, mein Name ist Peters. Ich habe einen Termin bei Professor Hartmann. Tut mir leid, aber der ist nicht mehr im Haus. Was? Aber er wollte sich doch heute Abend hier mit mir treffen. Laut Datenbank befindet sich Professor Hartmann auf einer Forschungsreise. Er ist schon aufgebrochen? Aber ich sollte ihn doch begleiten. Naja, Professoren sind manchmal ein wenig zerstreut und vergesslich. Mist, mein Chef reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Was mache ich denn jetzt? Hören Sie? Ja. Handynummer, das wäre gut. Professor Hartmann hat nicht zufällig ein Diensthandy, oder? Sieht nicht danach aus. Hier steht leider auch nur der Festnetzanschluss im Büro. War ja klar. Kennen Sie das Ziel des Professors? Nein, aber fragen Sie doch einfach seine Sekretärin. Die ich wie genau erreiche? Frau Müller hat sich bereits ins Wochenende verabschiedet. Sie ist erst am Montag wieder im Büro. Haben Sie nicht eine Nummer, unter der ich Sie zu Hause anrufen kann? Private Daten unserer Mitarbeiter darf ich nicht herausgeben. Sie werden sich also etwas gedulden müssen. Geduld ist hier definitiv keine Option. Kein Professor, keine Story. Ich muss ihm so schnell wie möglich nachreisen. Wenn ich nur wüsste, wohin. Wissen Sie, wann genau der Professor mich sitzen gelassen hat? Sekunde. Offenbar bereits heute Morgen. Jetzt stecke ich ganz schön in der Klemme. Könnten Sie vielleicht einen kurzen Blick in Professor Hartmanns Büro werfen? Vielleicht hat er ja eine Nachricht für mich hinterlassen. Falls er eine Nachricht für Sie hinterlassen hätte, würde ich Sie hier am Empfang haben, glauben Sie mir. Sie könnten sich nicht vorstellen, mich für eine Minute ins Büro des Professors zu lassen. Nicht in meinen kühnsten Träumen, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, stressfreies Wochenende. Wünsche ich Ihnen auch. Und danke für die Kooperationsbereitschaft. Was soll's, da muss ich mir wohl mal wieder selbst helfen. Und bisher bin ich noch an jedem Türsteher vorbeigekommen. Ich muss ins Büro des Professors. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis auf sein Reiseziel. Wenn ich diesen Auftrag vermasse, kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Ja, was ich nicht so ganz verstehe, sie hat am Anfang gesagt, dass sie Max retten muss, dass sie den Leuten Bescheid geben muss und jetzt ist sie so schön im Professor hier am Hinterherjagen. Ja. Sie hat Max schon wieder vergessen. Die Kamera überwacht den kompletten Eingangsbereich. Der Pförtner verfolgt bestimmt jede einzelne meiner Bewegungen. Keine gute Idee, an der Kamera rumzufummeln. Der Pförtner würde mich sofort zum Teufel jagen. Das Institut für Biologie der Humboldt-Universität. Am Briefkasten klebt ein Infoblatt der Müllabfuhr. Demnach holt die BSR heute zuerst das Altpapier. Anschließend werden die Biotonnen geleert. Sperrmüll ist morgen an der Reihe. Nein, ich wollte doch was durchsuchen. Das Altpapier wurde abgeholt. Die Papiertonne ist leer. Eine leere Tonne zu verschieben ist mir zu einfach. Na toll. Na gut, ausnahmsweise. Wo soll die volle Tonne hin? Ich wollte eigentlich, dass du die durchwühlst, aber okay. Die Tonne als Kletterhilfe? So scharf bin ich nicht auf einen Auftritt im Überwachungs-TV. Na gut, ausnahmsweise. Wo so? Die Mauer wäre ganz gut. Wenn ich mit Hilfe der Tonne über die Mauer klettere, dürfte das dem Pförtner dank der Überwachungskamera sicher nicht entgehen. Ja, deswegen sollst du ja auch die Überwachungskamera danach ablenken. Oh, das kriegt sie wieder nicht hin. Bioabfälle. Die trägt ihre Farbe zurecht, wie das stinkt. Ein zusammengerollter kleiner Teppich. Ist da etwa jemand vom Glauben abgefallen? Das erste Accessoire für meine Segeljacht? Okay, jetzt kann man damit zumindest schon mal nichts mehr machen. Ja, 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 die hatten wir ja schon. Das Institut für Biologie. Dort sollte ich mich mit diesem Hartmann treffen.
Die haben wir... Moment. Bordstein. Der Bordstein ist voller Kreidestriche. Kinder? Schwalben? Keine Ahnung, ob die eine besondere Bedeutung haben. Ja, komm. Oh, du sollst... Sag mal. Ist das na so gut, schwer? Ausnahme. Da sollst du die klingt hinstellen. Nach einem guten Plan. So, die Frage ist nur, was bringt mir das jetzt? Mal schauen, was drin ist. Kreditkarte, Schließfachschlüssel, Geld. Foto. Das Foto habe ich immer bei mir. Es soll mich daran erinnern, wofür ich mich täglich abschufte. Die Erfüllung meines Kindheitstraums von einer hübschen, kleinen, weißen Segeljacht. Die billige Imitation eines Perserteppichs. Ich wüsste nicht, wie ich den Professor telefonisch erreichen könnte. Okay, Kreditkarte, Schließfachschlüssel bringen uns nichts. Das Geld bringt uns im Moment auch nichts. Das Foto auch nicht. Bringt uns der Teppich irgendwas? Überwachungskamera können wir nicht abdecken. Oh, Moment, bei der Mauer. Wenn ich den Teppich über die Metallspitzen werfe, könnte ich ganz locker rüberklettern. Damit wäre ich allerdings im Sichtfeld der Überwachungskamera und der Pförtner würde mich entdecken. Ich muss also auf eine günstigere Gelegenheit warten. Einige Minuten später. Jetzt oder nie? Geschafft. Jetzt muss ich irgendwie ins Institut kommen und das Büro von Professor Hartmann finden. So, da haben wir erstmal einen Gartenschlauch. Verdammt, sitzt der Verschluss vielleicht fest. Ich bekomme den Schlauch nicht ab. Da ist ja auch nicht wirklich was, was man nehmen könnte, ne? Oh, eine Hake. Aber damit kriegt es den Verschluss auch nicht ab. Aber die können wir trotzdem mitnehmen, denke ich mal. So. Nee. Okay, vielleicht ist da Werkzeug drin. Das kommt davon, wenn man sein Werkzeug einfach so in der Gegend rumstehen lässt. Perfekt. Gartenschere. Verdammt, sitzt der Verschluss vielleicht fest. Ja, deswegen sollst du ja die Schere benutzen. Sag mal, hört die mir nicht zu? Freiheit für Gartenschläuche. Ah ja. Oben ist ein Fenster offen. Wir haben aber... Achso, doch, das ist eine Leiter. Für den Gärtner hat das Wochenende offensichtlich eine höhere Priorität als das Aufräumen seiner Gerätschaften. Ich begrüße das ausdrücklich. Die perfekte Einstiegshilfe. Ja, die Frage ist nur, das reicht ja nicht bis oben, ne? Aber vielleicht kann sie damit trotzdem hochklettern. Das ist eine gewöhnliche Rosskastanie. Baum des Jahres 2005. Woher ich das weiß? Es steht auf dem kleinen Schild. Das Schild ist mit 4 Schrauben am Baum befestigt. Ohne Werkzeug ist da nichts zu machen. Ja und nein. Ich brauche etwas Stabileres, um die Schrauben zu lösen. Na gut, schade. Wir konnten ja bisher immer mit den Kreditkarten oder mit anderen Karten hier Sachen ablösen. Schade, schade. Jetzt ist natürlich die Frage Arbeitshandschuhe. Schauen wir mal, ob wir das hier verbinden können. Wir hupen da die ganze Zeit im Hintergrund. Von wem stammt eigentlich der blöde Spruch, dass es auf die Größe nicht ankommt? Bestimmt von einem Mann. Diese Klappleiter hier ist auf jeden Fall zu kurz. Ja, das dachte ich mir schon. Ich hätte ja gerne das in der Mitte irgendwie so umgeklappt, dass die länger ist. Mit der Gartenschere? Wer braucht da noch einen Bolzenschneider, wenn es die Heckenschere auch tut? Die Ketten an der Leiter wurden fein säuberlich durchtrennt. Ja, und sie macht auch ausnahmsweise mal genau das, was ich sage. Wobei ich nicht weiß, müssen wir das irgendwie mit einem Gartenschlauch oder mit irgendwas noch zusammen machen? Das hält doch so nicht. Ich schieb die Hake durch die Sprossen der beiden Leiterschenkel.
Okay, ich hoffe mal, das hält so. Immer noch zu wackelig. Die Hake könnte zwischen den Sprossen rausrutschen, wenn ich nach oben klettere. Okay. Oder können wir jetzt... Ich fixiere die Hake mit dem Gartenschlauch, damit das Ganze etwas stabiler wird. Lange Leiter. Das nenne ich mal eine stabile Leiter. Gut gemacht, Sam. Sehr geil. Wir haben anscheinend zumindest ist nichts übersehen. Ist Finstern nicht was Bayerisches, das eigentlich nur Männer machen? Glück gehabt, die Luft ist rein. Ohne Moos, nix los. Ein Snackautomat. Jede dieser kleinen Kalorienbomben kostet 1,99 €. Also würden wir 1 Cent zurückkriegen quasi? Man lebt nur einmal. Ich nehme eine Tüte Cracker. Mein Snack und 1 Cent Wechselgeld. Okay. Und da haben wir sie. Die Ausnahme von der Regel, dass man in Mülleimern und Papierkörben grundsätzlich etwas Nützliches findet. Aktenordner? Hier steht ein Karton mit leeren Aktenordnern. Leere Ordner, nutzlos. Ja, ist mir schon klar, aber, ne? Müssen wir erstmal alles durchsuchen hier. Formulare und Aushänge der Fakultät. Für mich uninteressant. Nichts, was ich brauchen könnte. Das Büro von Professor Hartmann. Lässt sich nicht öffnen. Na, komm. Hier ist ein Schließfach. Passt nicht. Ja. Haben wir denn wahrscheinlich nichts anderes dabei? Müssen wir eventuell rüberklettern? Ich guck erstmal, was das für ein Büro ist hier. In dem Büro arbeitet ein gewisser Dr. Fritz Schneider. Das ist nicht das Büro von Professor Hartmann. Ja, ich weiß, aber die Tür geht ja nicht auf. Haben wir denn hier alles? Ach, wir können noch zur Treppe gehen. Ich so. Nach unten gehen und vielleicht dem Pförtner in die Arme laufen? Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren. Pikante Cracker. Ich heb mir diesen kleinen Snack für später auf. Wahrscheinlich kommt da noch ein Papagei oder so, ne? Polly will Cracker. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Spiel das war. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu meiner ersten Million. Ah, Moment. Ich weiß aber nicht, ob uns das was bringt. Oder ob das nicht geht. Das Schild ist mit 4 Schrauben am Baum befestigt. Ohne Wert. Ja, deswegen sollst du die Münze probieren. Mit der kleinen Münze könnte ich die Schrauben lösen. Wieso muss ich hier alles doppelt anklicken? Na, wer sagt's denn? Bingo! Auf der dünnen Metallplakette steht gewöhnliche Rosskastanie und die lateinische Bezeichnung. Esculus hippocastanum. Kann man mit dem Ding jetzt eventuell das Büro auf... Ich meine, ich bin ja kein Einbrecher. Ich habe davon diesen Schildern keine Ahnung. Darauf verwette ich meine Segeljacht. Ja, das hört sich aber gut an. Jetzt bin ich aber erleichtert. Oder auch nicht. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Okay, Sam. Finde jetzt verdammt nochmal irgendeinen Hinweis, wo dieser treulose Professor steckt. Dann kommst du vielleicht doch noch zu deiner Reportage, einer Gehaltserhöhung unter Segeljacht. Okay. Erstmal die Sachen, die man so nicht vermuten würde, angucken, ne? Hier sind nochmal Aktenordner. Ordner mit Unterlagen der Studienprojekte und Expeditionen des Professors. Vielleicht finde ich ja hier eine Spur. Die TUR-Projekte. Okay. Von Algenkunde bis Zyklus der Photosynthese. Alles, was das Botanikerherz begehrt. Auf diesen Ordnern steht GHN. Diese Akten haben die Kennung CGL. In diesem
diesem Fach sind Projekte beginnend mit der Buchstabenkombination A, R, J abgelegt. Okay. Ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Es würde sonst ewig dauern, alle Ordner nach Professor Hartmanns aktueller Expedition zu durchforsten. Und ich habe alles außer Zeit. Okay, dann halt nicht. Das ist alles Schreibtisch. Oh, erstmal Papierkorb. Obendrauf liegen Papierschnipsel. Die schaue ich mir mal genauer an. Also das ist kein nutzloser Papierkorb. Ich habe, was ich brauche. Achso, Yeti. Ein zerrissenes Fax. Mal schauen, ob ich es wieder zusammensetzen kann. Die Sache mit dem Fax hat... Das muss die linke obere Ecke des Dokuments sein. Ein perfekter Ausgangspunkt. Oh, lass mich doch mal was aufnehmen. Komm. So, das ist die obere Ecke. Erstmal drehen, weil sonst sehen wir hier nämlich gar nichts mehr. So. Das ist die Mitte. Zack. Das ist hier. Das heißt, das sehen wir gleich nicht mehr. Nee, das ist doch nicht da. Hä, fehlt da ein Streifen? Oder ist das der untere Teil? Das kann natürlich auch sein. Ach so. Ach, das Ding hier irritiert mich total. Ich dachte, das hätte ich da dran gemacht. Dann ist das hier. Das da. Und ja, wie immer fehlt da natürlich wieder ein Teil. Seine so. Forschungsgruppe hat dem Professor ein Fax geschickt. Sie haben eine bislang unbekannte Tierart entdeckt. Cool, aber wo genau, verdammt? Hier steht leider nur ein Code. GHN7531. Vielleicht hilft mir das ja weiter. GHN, okay. War das hier oder war das da? Die TUR-Projekte. Auf diesen Ordnern steht GHN. Ja, perfekt. In diesem Ordner mit der Beschriftung GHN7520 bis GHN7535 müssten sich Aufzeichnungen zur aktuellen Expedition befinden. Sehr schön. Können wir hier noch irgendwas machen eigentlich? Nö, ne? Treffer! GHN7531. Die Expedition führt nach Ghana an den Bosumtwa-See. Was die dort wohl suchen? Der Bosumtwa liegt in einem Meteoritenkrater in der Ashanti-Region in Ghana. Sein Durchmesser beträgt 8 Kilometer. Er ist etwa 80 Meter tief und hat keinen Abfluss. Das Ökosystem in und um den See ist endemisch. Viele Tier- und Pflanzenarten kommen also nur in dieser Gegend vor. Priorität hat wohl die Untersuchung der Auswirkungen des Meteoriteneinschlags auf das Ökosystem. Was stand in dem Fax? Die Expedition hat einen bislang unbekannten Organismus entdeckt. So schnell wie der Professor daraufhin aufgebrochen ist, könnte die Sache ja vielleicht doch eine hochinteressante Story liefern. Also auf nach Ghana an den Bosumtwa-See. Der Flug über Amsterdam nach Accra verlief reibungslos. Das Essen aus der Bordküche war allerdings gewohnt schäbig. In einer Chopbar konnte ich mich noch mit dem traditionellen Fufu und ein paar kühlen Gordon Spark stärken, bevor mich ein Buschpilot in die Nähe des Bosumtwa flog. Mit etwas Glück bin ich in ein paar Stunden im Basislager. In der Nähe des Bosumtwa Ghana. Wie ausgestorben. Komisch, wieso bekomme ich plötzlich eine Gänsehaut? Trotz der Hitze hier. Ich habe da irgendwie ein ganz mieses Gefühl. Besser, ich beeil mich, um vor Einbruch der Dunkelheit das Camp am Bosumtwa zu erreichen. Okay. Hey, Dixie. Was die Südstaatler wohl dazu gesagt hätten, dass mal eine mobile Toilette nach ihrer Hymne benannt wird. Mein Gott. Wenn ein toter Fisch und ein Penner ein Baby hätten und das Baby kotzt und der Hund frisst die Kotze, dann stinkt das wie das Hinterteil des Hundes. Selbst wenn ich müsste, würde ich da nicht wollen mögen. Ich sollte es vielleicht mal testen. Okay. Schreib mir der Katze jetzt ins Ohr. Kommen Sie ran! Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan! Das macht Spaß! Ich glaube, die kann froh sein, dass jetzt gerade keiner da ist. Ob ich die alten Dinger noch gebrauchen kann? Naja, was man hat, das hat man.
Flughafenterminal auf Afrikanisch. Für meinen Geschmack etwas zu ursprünglich. Mir fehlt neben einem schicken Restaurant vor allem der Duty-Free-Shop. Flughafen. Na schön, ich nehme sie mit. Aber trinken werde ich die alkoholfreie Plörre sicher nicht. Ah. Es ist am Pfeiler festgeschraubt. Ja, das sieht doch nicht... Oh, wo haben wir das Taschenmesser denn jetzt her? Das Taschenmesser hat zwar nur diese Klinge, aber die ist extrem vielseitig. Damit kann ich zum Beispiel Schrauben rausdrehen. Wir haben ja ganz neue Sachen dabei. Diktiergerät? Von wegen schreibende Zunft. Ich bevorzuge für Interviews mein Diktiergerät. Ist einfach viel bequemer. Ach, für Interviews, okay. Fotokamera haben wir auch dabei. Und sonst nur das Fax und Handy. Okay, gut zu wissen. Ja, sonst kann man hier, denke ich mir, mal nichts mehr machen. Nee. Ja, lass mich hier raus. Den lieben langen Tag rumstreuen, nur zum Fressen und Kraulen blicken lassen. Wie mein Ex-Freund. Nur ein einziges, wenn auch zugegebenermaßen langes Wort. Katzenallergie. Ja, und? Habe ich auch. Ich streichel trotzdem jede Katze, die beim Weg läuft. Flughafentag. Ja. Oh, weiß ich denn, dass der Ventilator zum Dings gehört, hier zur Hütte? Tote Hose. Erinnert mich an mein... Na, lassen wir das. Ja, die musste mir ja noch ganz schön hinterher hier, Mann. Proviantkisten. Verhungern werde ich hier auf jeden Fall nicht. So hungrig bin ich jetzt auch wieder nicht. Okay. Okay, ich habe die Schrauben gestreichelt. Und nun? Und nun machst du sie ab. Kann man das mit einem Messer machen? In dieser Situation kann ich mit meinem Taschenmesser leider überhaupt nichts ausrichten. Okay, das Salz selber kann man auch nicht machen. Das sind die Batterien. Kann man auch nichts machen. Ich könnte es anschreien vielleicht. Oder Moment, Limonade? Nee. Was haben wir denn noch? Ein Käppi oder sowas bringt auch nichts. Gehen wir erstmal. Ich denke, dass die wahrscheinlich da oben die Windhose haben will. In den Dschungel. Kommt man hier auch nochmal weiter? Nee, ne? Katze bewegt sich, das sind die. Gehen wir das Camp liegt nordöstlich von hier. Dann wollen wir mal. Ja. Dann lauf mal hin. Was stinkt denn hier so pervers? Na klar, Pumba. Niedlich im Zeichentrick, aber in der Realität sollte man die Spitzenhauer des Warzenschweins nicht unterschätzen. Okay. Na los, sing schon Hakuna Matata für mich. So gut kennen wir uns noch nicht. Ich sollte eine gesunde Distanz wahren. Und lass mich raten, er steht jetzt genau da, wo ich eigentlich hin muss. Um ehrlich zu sein, interessiert mich der Baumstamm nicht wirklich, solange das Schwein dort steht. Um zum Camp zu kommen, muss ich die alte Wildsau irgendwie vertreiben. Limonade? Na toll, war ja klar. Mein Ex-Freund stand drauf, das Schwein leider auch. Und ich dachte immer, ich wäre eine echte Raubkatze. Im Gegensatz zu Männern ist das Schwein aber ganz offensichtlich intelligent genug, den Unterschied zu erkennen. Wenn die weniger von ihren zickigen Gehabe zeigen würde, ne? Und dann vielleicht mal eine Lösung anbieten würde, das wäre vielleicht ganz cool. Was mit dem Taschenmesser? Mein Messer hat noch nicht mal ein Parierelement. Da bräuchte ich schon ein bisschen was Gröberes. Okay, Diktiergerät, was ist damit?
Ein Interview mit Pumba ohne Genehmigung von Disney? Wovon träumst du eigentlich nachts? Ich weiß nicht, wofür wir die Batterien eigentlich haben. Es soll tatsächlich Leute geben, die so etwas nicht im Inventar, sondern auf dem Kopf tragen. Tragisch. Hm. Habe ich sehr oft in meiner Kindheit gemacht. Ein Kleiderhaken. Ohne Kleid, aber aus Metall. Kann man denn irgendwas miteinander kombinieren? Das schon mal nicht. Und, na gut, Skippy wahrscheinlich auch nicht. Ich trenne mal einen Faden raus. Diese Kappe ist eh untragbar und ich sollte das speckige Ding dann auch einfach wegwerfen. Echt jetzt? Den Faden habe ich aus der alten Mütze rausgetrennt. Okay. Halt. Hier kommen wieder meine herausragenden Fähigkeiten im Binden von Seemannsknoten zum Einsatz. Und woran soll ich den Haken jetzt festbinden? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste ja noch nicht mal, dass man das kombinieren kann. Moment, wir gehen hier mal... Okay, das können wir anscheinend nicht benutzen. Können wir das noch mit irgendwas benutzen? Auch nicht. Ja gut, Batterien wären ja Blödsinn. Sie passen. Aber ob sie auch noch genug Power haben? Die brauchte Batterien da drin, oder was? Willst du mich jetzt... Zum Abspielen dürften die alten Batterien noch genug Saft haben. Allerdings ist auf dem Diktiergerät noch nichts aufgezeichnet, das man abspielen könnte. Können wir es jetzt machen? Ein Interview mit Pumba ohne Gen... Ja, ist ja gut. Was soll man denn aufnehmen? Ich weiß es nicht. Mit neuen Batterien diktiert sich's deutlich flotter. Ach, ich habe die nur ausgetauscht. Ach so. Okay. Moment, mit Diktiergerät. Das Megafon würde einen guten Verstärker fürs Diktiergerät abgeben. Aber erst müsste ich mal etwas aufnehmen. Ja, aber was? Was können wir denn hier überhaupt aufnehmen? Können wir hier noch irgendwas machen? Baumstamm. Können wir irgendwas mit dem Baumstamm machen? Achso, ein Taschenmesser vielleicht. Auch nicht. Ja gut, sie will es halt nicht, solange das Warzenschwein da steht, ne? Also, wir haben die Stelle mit dem Warzenschwein. Wenn wir in den Dschungel gehen... Ach, da unten sind wir. Wir kommen hier nicht hoch ohne das. Also müssen wir höchstens zur Landebahn. Können wir die Katze vielleicht aufnehmen? Aber warum sollte die Katze ihn so erschrecken? Hallo Kitty, wie wär's mit einem Interview? Ich danke für das aufschlussreiche Gespräch. Okay. Irgendwas scheint das ja bewirkt zu haben. Schauen wir mal. Bin mir nicht sicher. Vielleicht kann man es auch einfach nur machen. Das ist jetzt fake. Was hatten wir jetzt im Moment? Megafon hatten wir? Ich halte das Megafon an den Lautsprecher des Diktiergeräts. So. Vielleicht hat das Schwein ja auch eine Katzenallergie. Schade, anscheinend nicht. Nö, der ist sogar noch mit dem Kopf am Schütteln. Na super. Oh Gott, Aber warum kann man die Batterien austauschen? Scheint gebraucht zu sein. Hat das irgendwas... Ich pack mal die gebrauchten Batterien ins Diktiergerät. Weiß nicht. Ich meine, das macht ja keinen Unterschied, oder? Vielleicht hat das Schwein ja auch eine Katzenallergie. Na, wer sagt's denn? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Abgesehen davon, dass ich mir das eigentlich nur nochmal angucken wollte und nicht benutzen wollte, aber okay.
Ja. Das Kerzen gerade und lang könnte nützlich sein. Ja, so als Wanderstock oder so. Ameisen. Die habe ich wohl eben aufgeschreckt. Können die irgendwie fotografieren oder so? Was macht man denn? Ich hätte jetzt höchstens noch was zu trinken. Aber will ich das für die Ameisen verschwenden? Nein, anscheinend nicht. Tierquälerei wird auch nicht unterstützt. ja, keine Ahnung, warum ich jetzt hier die Ameisen so extra anklicken kann. Das verwirrt mich jetzt hier ein bisschen. Die laufen halt überall rum. Die kann ich nicht so einfach um die Finger wickeln. Ja, aber da stand... Moment, da stand doch gerade noch benutzen. Die kann ich nicht so einfach um die Finger wickeln. Hm. Okay, vielleicht wird das ja noch für später gebraucht. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal weiter. Da oben war das Camp. Hallo? Ja. Cool, sowas kenne ich eigentlich nur aus Abenteuerfilmen, aber... Was ist das denn? Man nannte es Brücke. Na toll, das Halteseil auf der rechten Seite der Hängebrücke ist gerissen. Das hat mir gerade noch gefehlt. So komme ich nicht hinüber. Ich muss das Seil erst reparieren. Mit dem Stock vielleicht? Nein. Meine Herren, das ist ja ein Paradebeispiel für amateurhafte Flickschusterei. Auch nicht. Mit bloßen Händen kann ich hier leider nicht viel mehr anstellen, als Leute zu würgen, die dumme Ideen haben. Okay. Oder vielleicht mit den Kleiderhaken hier? Nee. Das wäre jetzt aber etwas kontraproduktiv. Naja, man muss manchmal erst die Sachen auseinandernehmen, damit man sie dann im Endeffekt wieder zusammenbauen kann, ne? Wir denn hier? Damit können wir nur schneiden. Ja, das wird sie auch nicht benutzen. Können wir erstmal gar nichts machen. Ist denn hier draußen noch irgendwas? Ne, das ist in dem Dschungel. Brücke. Was? Wenn ich die Brücke trotz dem gerissenen Halteseil betrete, kann ich mich auch gleich in die Schlucht stürzen. Eine Tasche. Die Tasche hängt zu weit unten. Dafür sind meine Arme ein wenig zu kurz. Dann nimm doch den Ast, den wir gerade gefunden haben. Die Tasche in den Abgrund stupsen? Die brauche ich vielleicht noch. Sollst du ja nicht in den Abgrund. Ach so, Moment. Kräftig festziehen und fertig ist mein verlängerter Arm. Komm zu Mama. Ja, was haben wir denn da? Ja, was denn? Werkzeug. Okay, sehr schön. Allerdings brauchen wir das. Pinsel. Da können wir... Nee, rechte Maustaste. Da können wir jetzt auch nicht wirklich was machen, oder? Soll ich diese zarten Bande mit dem schweren Schlüssel etwa vollends zerstören? Lieber nicht. Keine Ahnung. Werkzeugtasche kann man auch nicht selber dafür benutzen. Bleistift auch nicht. Ah, Moment. Da fällt mir aber was anderes ein für den Schlüssel. Wir haben doch vorhin hier die Dinger nicht abbekommen. Ich meine, das wäre für so einen Schraubenschlüssel gewesen.
das jetzt Schlüssel passt. Bleibt zu hoffen, dass der Mast nicht fällt, wenn ich den Seilverbinder abmontiere. Wer sagt's denn? Seilverbinder geht, Mast steht. Glück muss Frau haben. Ja, jetzt verstehe ich das auch, warum wir... okay. Als ich das Wort Seilverbinder gehört habe, da war es mir dann doch irgendwie klar. Super. Dann kommen wir hoffentlich endlich mal an dem Teil an, wo wir hin müssen. Ach so, da muss ich jetzt immer extra... da. Ich hoffe, das geht jetzt komplett ohne Werkzeug, ohne alles. Das Ding... Mal sehen. So schwer kann das ja nicht sein. Nein. Ich vermute mal... Muss ich die jetzt nur übereinander schieben, oder was? Nee, ich muss das erst... Ah, okay. So muss ich das machen. Das sollte halten. Das ist zwar genau falsch rum. Also das andere war andersrum, aber egal. Hauptsache es hält. Ja, perfekt. Dann kann ich hoffentlich endlich mal hier reingehen. Und hoffentlich endlich mal zum Lager. Meine Güte, wer hat denn dieses Chaos angerichtet? Hallo? Professor Hartmann? Komisch, keiner da. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Ich sollte mich mal ein wenig umschauen. Ein vierbeiniges Stativ. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Okay. Sensor? Okay. Die Hütte dürfte auf dem hiesigen Immobilienmarkt keinen Interessanten mehr finden. Muss ich da drei Sensoren drauf machen? Oder brauche ich die Sensoren woanders? Das ist jetzt die große Frage. Trockene Holzscheite. Brennen sicher ganz prima. Nehmen wir doch mit. Da noch jemand drin? Als ob ein Tornado durch die Hütte gefegt wäre. Ein umgekippter Metallspind scheint das einzige zu sein, was nicht zerbrochen oder zerquetscht worden ist. Ich passe. Da passen noch nicht mal meine zarten Fingerchen durch. Okay. Hier ist auch nochmal so ein Ding. Die Kurbel fehlt. Ich habe schon überlegt, ob man das mit einem Schraubenschlüssel macht. Der Schraubenschlüssel passt, aber ich habe nicht genug Muskelschmalz. Die Winde bewegt sich keinen Millimeter. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Moment, da geht's noch weiter in den Dschungel, hä? Ein vierbeiniges Stativ. Interessante Aufbewahrungsmethode. So schützt man Lebensmittel vor der hungrigen Fauna. Das stimmt. Okay. Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad. 90 Grad. Können wir die denn für irgendwas benutzen? Anscheinend nicht. Manchmal hat man ja blöde Kombinationen, aber jetzt habe ich anscheinend so gar keine Kombinationen, die ich hier machen könnte. Das ist natürlich doof. Ist denn hier irgendwo noch was mit der... Oh, warte mal, oder können wir den Spalt irgendwie vergrößern? Also, dass man da reingreifen kann? Leider nichts Brauchbares in Reichweite des Hakens. Das auch nicht. Ein Messer? Ein Messer macht er das gar nicht erst. Damit vielleicht auch nicht. Haben wir denn hier noch irgendwas? Achso, das Feuer. Feuer und irgendwas unter der Hütte. Oh. Okay. Die Bodendielen sehen ziemlich morsch aus. Soll ich mir etwa einen Holzsplitter einziehen? Auch wenn die Bodendielen morsch aussehen, braucht's da was Gröberes als manikürte Fingernägel. Ja, dann machen wir das doch. Ja, das geht nicht.
Das geht. Oh, hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Das war auf einmal so schnell. Ein Metallrohr, ein Spind. Möchte ich wirklich wissen, was diesen massiven Metallspind umgeworfen hat? Fühlt sich irgendwie verschlossen an. Naja, deswegen hatte ich gehofft, dass du das aufschließen könntest, Metallrohr. Damit kriege ich den Metallspind sicher nicht auf. Da bräuchte ich schon eher sowas wie einen überdimensionierten Dosenöffner. Oder einfach den passenden Schlüssel. Ja, die Schlüssel hat sie jetzt natürlich nicht mitgenommen, aber wir haben doch noch unser Messer. Damit kriege ich den Metallspind sicher. Dann halt nicht. So, Metallrohr. Können wir das denn noch mit irgendwas kombinieren? Mit dem Schraubenschlüssel? Der Schraubenschlüssel lässt sich ins Rohr stecken. Okay. Und dann? Aber ich dachte, den Schraubenschlüssel brauche ich noch für... Hier, für die Seilwinde. Oder kann ich das jetzt zusammen... Bin ich verwirrt. Nein. Die Hebelgesetze sind dein Freund. Echt jetzt? Dieses riesige Ding hat die gebraucht, um das runterzuholen. Willst du mich denn? Oh. Okay, das können wir nicht machen. Gucken wir dann so ran. Dann gehe ich mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Plündern. So, nur noch Obst und Gemüse drin. Das Grünzeug lasse ich aber lieber hier. Ah, ein Schlüssel. Moment, dann gehen wir hier nochmal runter. Na also, passt. Ha. Laptop, noch ein Sensor, Verbandskasten und ein Brief. Okay, jetzt wollen wir aber erstmal kurz, bevor ich das schon wieder vergesse, gucken, ob wir das Feuerholz hier hin tun können. Ja, können wir. Ich sollte mal ein Feuerchen machen. Das hält mich nachts schön warm und die Tiere fern. So, große Frage ist jetzt. Können wir da einfach das Feuerzeug... Dann machen wir es uns mal ein bisschen kuschelig. So, Frage ist jetzt nur, was bringt uns das? jetzt haben wir ein Feuer gemacht, das ist ja toll, aber... Was ist das denn? Solarmodule. Das mobile Solarladegerät muss vor Inbetriebnahme erst zusammengebaut werden. Oh, wollt ihr mich denn... Moment, also die Solarpanels, die sind normalerweise immer alle zusammen. Das heißt, die Kabel tue ich jetzt erstmal eben nach links... Pass auf, nachher ist es genau andersrum, weil ich muss die da nach rechts tun oder so. Die kann man ja auch wieder drehen, ne? Das heißt, das ist eindeutig der Stromanschluss. Dann würde ich mal behaupten... Okay, das ist anscheinend... Ach so, das muss gedreht werden. Ja, okay. Dann habe ich hier... Zwei Löcher auf der Seite. Hat er das jetzt angenommen als... Ich hoffe. Und dann ist das jetzt allerdings ein bisschen komisch. Ach nee, Moment, das ist... Das ist so rum. Haha, okay. So, das zusammen. Das ist das Netzteil. Die Frage ist, ist das jetzt... Doch, das ist das Netzkabel, ne, was weggeht. Das heißt, das geht runter und das muss einmal gedreht werden. Das heißt, das muss aber auch einmal gedreht werden. Und das dann dementsprechend auch. Dafür, dass ich Puzzles nicht mag, habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Naja, wenn man die Logik mal so ein bisschen, ne? Erstmal den Brief. Diesen Brief lesen. Hat der Professor zum Hochzeitstag von seiner Frau bekommen. Nur langweiliges Gesülze. Okay. Reicht nicht am Ende der Welt. Also, 22. Hochzeitstag.
Und 2. April 08. Okay, Moment. Ich habe jetzt... Ich habe kein Blatt. So, Moment. Also, wir haben den 2. April. Ich schreibe das mal so auf, wie es da drin steht. 08. Und 22. Hochzeitstag. Schicke dir ganz altmodisch von Hand geschrieben. Danke, dass du immer für mich da bist. Ich denke an dich. Hoffe, dass wir bald wieder zu Hause sind. Ähm, 22. Hochzeitstag. Haben die das extra da reingeschrieben? Muss man jetzt 22 Jahre abziehen? Das ist jetzt die große Frage. Dann hätten wir 1986. Moment, 1986. Das schreibe ich mir auch mal direkt mit auf, falls wir das irgendwie brauchen. Die Frage ist nur, wofür? Ach, ich weiß, wofür. Ich schließe das Solarladegerät an den Laptop an. Den habe ich schon wieder total vergessen. Ich will den generell. So, benutzen. Das Solarladegerät hängt jetzt am Laptop. Fehlt nur noch etwas Sonnenschein. Der Feuerstelle kann ich. Ach, Moment. Oder muss ich dafür die Sensoren benutzen? Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Das könnte, aber warte. Also verstehen tue ich es nicht so ganz mit den Sensoren, aber vielleicht funktioniert das. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. So. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Aber sie bringen uns jetzt nichts. Ein Schlafsack. Kuschelig warm und gleichzeitig auch der Kosename für meinen letzten Freund. Wieso habe ich jetzt noch mehr Sensoren? Nein. Machen wir den einfach dahin. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Okay, dann machen wir den letzten auch noch da drauf. Ich habe noch keine Ahnung. Ich denke mal, also ich hatte gedacht, das sind Bewegungssensoren. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. So, die Frage ist jetzt nur Sonne. Mit Solarbatterieset. So, das Solarladegerät hängt. Ja, haben wir schon. Verbandskasten können wir uns auch noch. Ich check mal den Verbandskasten. Mullbinden, Alkoholschmerztabletten. Mehr nicht. Und ein leerer Verbandskasten. Okay. Feuerstelle. Auch schon wieder ein Stein. Ein sonniges Plätzchen. Der Felsen wurde durch die Sonneneinstrahlung ordentlich aufgeheizt. Ich pack den Laptop und das Solarladegerät hier in die Sonne. Ja, perfekt. Der perfekte Platz. Hätte ich gar kein Feuer machen müssen. Der Laptop ist durch einen Code geschützt. Ich hab's gewusst. Muss ich echt hier die Tasten... Boah, das ist ja Fummelsarbeit hier. Also wir haben den 2. Och. Komm, 0. 2. 2. April 04 und 08 haben wir aktuell. Wo ist sie? Ach, da. Das heißt dann wohl nein. Okay, dann. Ja, wäre ja auch unlogisch. Ach, ich bin ja auch doof. Das ist ja auch klar. Das muss 86 sein. Die Frage ist nur, schreiben wir dann 1986 oder 86? Moment. 02 04 19. Achso, geht gar nicht. Okay. Dann 02 04. Und 86, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Perfekt.
Okay, Dokumente, E-Mail, Fotos. Keine Mails gespeichert und um welche zu senden oder zu empfangen, bräuchte ich eine Internetverbindung. Scheint eine Art Tagebuch zu sein. Ja, sag doch was dazu. Ich finde das schöner, wenn du sprichst. Erster Tag. Erste Analysen haben die Ergebnisse meiner Kollegen bestätigt. Neben einem sonderbaren Virenbefall wurden bei der von uns im Busumtwi entdeckten Seeschnecke tatsächlich körpereigene Chloroplasmen gefunden. Verblüffend ist, dass ihr Genom Merkmale der Gattung Elysia aufweist, die normalerweise nicht in Süßwasser vorkommt. Das wiederum wirft die Frage auf, ob die Schnecke ursprünglich vielleicht gar nicht in diesen See beheimatet war, sondern dort eingedrungen ist. Offensichtlich ist die Schnecke innerhalb von nur wenigen Entwicklungsstufen eine Symbiose mit einer im Busumtwi vorkommenden Süßwasseralge eingegangen. Teile des Genoms sind noch nicht klassifizierten Alge haben sich dabei in das Erbgut der Schnecke integriert und sie sind überlebensfähig gemacht. Okay, mehr nicht. Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Jo, einfach nur schön. Als Satellitenaufnahme Ankunft im Camp, aber zeigt uns jetzt nicht wirklich irgendwas, was wir jetzt wissen sollten. Musik, Wetter, Karten. Die Karte des Lagers. Sind das die Sensoren? 1, 2, 3, 4. Aber ich habe doch 6 Sensoren aufgestellt, oder? Können wir damit jetzt sonst noch irgendwas anfangen? Die Karte des Lagers. Es muss doch irgendwas. 49L10. 49L10. Was bringt uns das? Oder hat das. Moment. Ach, oder hat das was mit dem. Mit der Verbindung hier zu tun? Aber die sind doch anders da aufgestellt, oder nicht? Das müsste das am Baum sein. Das ist das, wo es zum Dschungel geht. Das ist neben der Hütte. Aber die ist ja eigentlich hier unten, glaube ich, gewesen. Und das Feuer hier. Und die dann hier, glaube ich. Moment. Die Karte des Lagers. Ja, ja. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Okay. Bringt uns aber auch nicht weiter. Kann man die anderen Sachen auch noch weiter machen? Hier hat Hartmann Bildmaterial zu aktualisieren. Ja. Hier geht's nicht mehr weiter. Okay. Dokumente? Ah, da geht's noch weiter. Klingt vielversprechend. Aha. Viren, die für Evolutionssprünge verantwortlich sind. Okay. Die Story wäre eine absolute Sensation. Dieser Vorgang ist in seiner Ausprägung einzigartig und wirft ein völlig neues Licht auf die Bedingungen für evolutionäre Vorgänge. Seit so vielen Jahren verfolge ich meine Theorie über den Einfluss von Viren auf die Veränderungen des Genoms. Jetzt kann ich sie womöglich endlich beweisen. Kommen in diesen weitestgehend abgeschotteten Gewässern tatsächlich Viren vor, die die Veränderung des Genoms einer Spezies rasant vorantreiben? Liefert eventuell die Entstehungsgeschichte des Sees selbst entscheidende Antworten auf die Existenz und die Herkunft dieser geheimnisvollen Viren? Sind sie überhaupt nicht irdischen Ursprungs, sondern stammen von dem Meteoriten, der den Busumtwi-Krater erschaffen hat? Wurden in ähnlicher Weise sogar alle Evolutionsprozesse begünstigt oder gar eingeleitet? All diese Fragen werden uns in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen. Wenn ich meine Theorie beweisen kann, kommt das sicher einem wirtschaftlichen Erdbeben gleich. Ob an diesen Spukgeschichten was dran ist? Nachtrag. Einige merkwürdige Ereignisse zwingen mich, an dieser Stelle einen Nachtrag zu verfassen. Die einheimischen Expeditionsteilnehmer sind von einer unerklärlichen Unruhe und Sorge gepackt. Zwei Kollegen haben auf einen Erkundungsgang am nahegelegenen Seeufer in der Abenddämmerung etwas gesehen, das ihnen einen furchtbaren Schrecken eingejagt hat. Wahrscheinlich hat ihr tief verwurzelter Glaube an eine alte Legende der Ashanti der Wahrnehmung meiner Mitarbeiter einen bösen Streich gespielt. Demnach treiben sich in den Bäumen über unseren Köpfen des Nachts vampirähnliche Wesen herum und halten nach menschlicher Beute Ausschau. Das hohe Maß des Aberglaubens irritierte mich.
Letztendlich sah ich mich dazu veranlasst, einige Vorkehrungen für den Schutz des Lagers zu treffen, damit sich die Männer beruhigen. Wir haben Wachen eingeteilt und Bewegungssensoren installiert, die einen Alarm auslösen, wenn irgendwer oder irgendetwas ins Lager eindringen sollte. Scheiße, womöglich sind die noch in der Nähe. Ich sollte ab jetzt verdammt vorsichtig sein. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich den Professor finde. Fehlt nur noch ein Hinweis darauf, wo genau diese christliche Mission ist. Zweiter Tag, in der Nacht. Wir sind überfallen worden. All die Sicherheitsmaßnahmen waren nutzlos. Sie kamen nach Einbruch der Dunkelheit völlig überraschend und lautlos. Wir konnten nichts tun. Diese roten Augen, die riesigen Zähne. Ich werde den Anblick nie vergessen. Nur mit Mühe gelang es uns, sie zu verjagen. Leider zu spät für meinen engsten Mitarbeiter. Er wurde bei dem Angriff sehr schwer verwundet und benötigt dringend medizinische Versorgung. Hinzu kommt, dass alle Männer, die Kontakt mit den Angreifern hatten, binnen kürzester Zeit grippeähnliche Symptome aufwiesen. Im Lager ist es nicht mehr sicher. Deshalb werden wir sofort aufbrechen und versuchen, uns zur christlichen Mission durchzuschlagen. Ich weiß, wie gefährlich es nachts im Dschungel ist, aber schlimmer kann es ja kaum noch werden. Und wir bleiben auf jeden Fall alle zusammen. Ich sag nur Horrorfilm. Ich will hoffen, dass ich mit den gesunden Männern morgen bei Tageslicht zurückkehren und unsere Forschungsergebnisse sicherstellen kann. Dazu ist jetzt keine Zeit mehr. Sie kommen zurück. Gott möge uns beistehen. Ja. Okay, aber was machen wir jetzt mit den neu gewonnenen Informationen? Dieser Sensor hat einen Wirkungsbereich von 120 Grad. Okay. Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich von 90 Grad. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad. Der war aber, meine ich, auch... Moment, da müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Weil ich meine nämlich hier vorne wäre das im rechten Winkel gewesen. Die Karte des Lagers. Ja genau, hier ist das im rechten Winkel. Das heißt, das hat sie gesagt, 120 glaube ich. Das müsste also richtig sein. Das ist dann größer. Das müsste dann über 120 sein. Der hatte 90, hat sie gesagt. Der hat aber nur 75. Das heißt, hier bräuchte ich auch 90. Und das müsste dann der 75er sein. Oh, ich hoffe, ich kann mir das merken. Das ist die Hütte. 90. 100. 120, 90, 90, 75. 120, 90, 90. Dann nehme ich den weg. Und welchen haben wir hier? Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad. Der ist auch falsch. Dann nimm den hier mal eben. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad. Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad. Genau, die 90 Grad, die kommen dann da oben hin. 120, 90, 90. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Och, geh doch mal rüber, Mensch. Die braucht 3 Jahre, bis sie sich umgedreht hat hier. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad. Genau, und der muss dann dahin. Dafür musst du den aber erstmal abmachen. Dieser Sensor erfasst... Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Also wenn ich das hier mit der Hütte richtig... Moment, da war da drüber, war Wasser eingezeichnet. Oder ist das jetzt der mit 90 Grad? Der Wirkungsbereich dieses Sensors...
Ich probiere es jetzt erstmal so. Ansonsten müssen wir jetzt quasi alles eins nach unten machen. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Okay. Aber es tut sich nichts. Also wahrscheinlich... Ich muss noch mal eben nachgucken. Moment. Die Karte des Lagers. Also, da oben ist das Wasser. Ja, da müsste hier nämlich 90 und da 75. Und da habe ich jetzt die 160, ne? Oder was habe ich da jetzt reingemacht? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Ne, da muss ich hier die 75. Also da, wo die Kiste ist, muss ich mit der 75 anfangen. Da, wo die Kiste ist, mit der 75 anfangen. Der Wirkungsbereich. Ja, nimm den mal raus. Das auch. Ich habe mich da jetzt ein bisschen vertan in der Ausrichtung. Dieser Sensor. So, also nehme ich an. Es sei denn, dass jetzt nichts kommt. Wenn das jetzt richtig steht. Ich weiß es nicht genau. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. So, Moment. Dann nehmen wir das raus. Ich sollte das Stativ stehen ja, lassen. Ja, du sollst nicht das Stativ nehmen, sondern den Sensor. So. Der Wirkungsbereich. Dann sind da die 160. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Und da, was ist da jetzt dran? Ein Sensor mit einem Wirkungs... Was habe ich jetzt hier? Dieser Sensor hat... Genau, dann müssen wir die noch austauschen. Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich... So. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Dieser Sensor hat einen Wirkungsbereich genau, von 100... 120, 90 und... Die restlichen 90 dann dahin. Weil da oben nämlich das Wasser ist. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Ah. Die Sensoren sind nun alle genau nach Plan platziert. Aha, gut. Das wollte ich wissen. Okay, ja, und nun? was machen wir jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Sollen wir die eigentlich wieder nach oben machen? Ich weiß es nicht. So von wegen Tiere? Die Kurbel fehlt. Ach so, ja, klar. Nö, die Sache habe ich doch bereits angekurbelt. Dann halt nicht. Ja, die Frage ist jetzt, was stellen wir jetzt noch an? Das war der Brief von der Frau, den haben wir schon benutzt. Ach so, da können wir jetzt den Schlafsack benutzen. Ich kann mich hier nun nirgendwo hinlegen. Weil er weiß ja nicht, wo die hingebracht worden sind. Und da stand ja was drin, dass die nur bei Nacht kommen. Aber anscheinend kann ich mich hier nirgendwo hinlegen oder sonst was. Puh. Haben wir denn sonst noch irgendeinen Hinweis hier drin? Ohne Internet keine Vorhersage. Und wie das Wetter aktuell ist, sehe ich auch ohne Laptop. Okay. Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Kannst auch nirgendwo draufklicken oder so. Die Karte des Lagers. Da sagt sie auch nichts. Eine Karte mehr. Der Region südlich des Bosumtwe. Ah, das da im Westen muss die Mission sein, von der Hartmann in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Ach, jetzt fällt dir das auf, oder was? Keine Mails gespeichert und um welche zu senden oder zu empfangen, bräuchte ich eine Internet. So, haben wir denn da irgendwas übersehen? Fotos? Es macht keinen Sinn, jetzt noch zur Mission aufzubrechen.
Nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich mich nicht unbedingt allein im Dschungel rumtreiben. Ich verbringe die Nacht hier im Lager. Die Verfolgung der Wissenschaftler muss bis morgen warten. Na toll! Oh. So, fertig. Jetzt haue ich mich aufs Ohr und morgen früh folge ich der Gruppe dann zur Mission. Was ist das? Tiere? Gruselig. Ich muss sie irgendwie vertreiben. Aber wie? Okay, damit nicht. Bleistift werfen ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Das vielleicht? Auch nicht. Limonade ist vielleicht auch nicht unbedingt... Ah, Moment, Blitzlicht? Das wird ihnen einen gehörigen Schrecken einjagen. Im Idealfall. Sie sind weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Zum Glück dauert es nicht mehr lang, bis die Sonne aufgeht. Alter Falter, was für eine Nacht. Ich habe kein Auge mehr zugemacht. Was waren das nur für merkwürdige Viecher? Da fällt mir ein, mal schauen, ob sie mir beim Blitzen vor die Linse gekommen sind. Was zum Geier? So ein Vieh habe ich ja noch nie gesehen. Und ich kenne eine ganze Menge Horrorfilme. Okay. Ja, es ist die Frage. Moment, in den Dschungel. Geht das dann hier rein? Zur Mission geht's Richtung Westen. Professor, ich komme. Die Mission, endlich. Hallo? Jemand zu Hause? Gott zum Gruße, mein Kind. Was kann Schwester Maria für dich tun? Mein Name ist Samantha Peters. Ich suche eine Gruppe von Wissenschaftlern. Ihr Leiter ist ein gewisser Professor Hartmann. Laut den Aufzeichnungen, die ich in ihrem Lager gefunden habe, wollten sie zu dieser Mission. Ja, diese Männer sind gestern Nacht hier eingetroffen. Prima, endlich habe ich sie gefunden. Können Sie mich zu ihnen bringen? Oh, das ist leider nicht möglich. Sie befinden sich in Quarantäne. Quarantäne? Es geht Ihnen sehr, sehr schlecht. Sie haben hohes Fieber und sind nicht ansprechbar. Bis der Arzt eintrifft, darf niemand zu Ihnen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Kann ich nicht wenigstens kurz mit Professor Hartmann sprechen? Es ist wirklich sehr wichtig. Der Professor ist nicht hier. Nicht hier? Wie meinen Sie das? Nun, wenn ich die Männer richtig verstanden habe, hat man sie nachts überfallen und den Professor verschleppt. Oh nein, wie furchtbar. Wissen Sie, wer das getan haben könnte? Du musst jetzt gehen, mein Kind. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier nicht mehr sicher. Geh und verlasse diesen Ort, bevor die Nacht hereinbricht. Was reden Sie da? Sie verschweigen mir doch was. Wovor haben Sie solche Angst? Ich rühre mich nicht von der Stelle, bis Sie mir verraten, was hier vor sich geht. Kind, ich will dich doch nur schützen. Lass ich dich eintreten, könntest du dich anstecken. Und draußen bist du nicht sicher vor... Ja, wovor denn eigentlich? In den Aufzeichnungen der Wissenschaftler stand, dass einer von ihnen von einem Tier angegriffen wurde, bevor er krank wurde. Das war kein Tier. Aber was war's dann, verdammt nochmal? Vater unser, der du bist im Himmel. Ohren auf, Schwester! Sie werden jetzt reden, sonst verstoß ich gegen das fünfte Gebot. Wer hat die Wissenschaftler überfallen und den Professor verschleppt? Sie kommen von oben. Die Bäume. Eingeborene? Rebellen? Wilderer? Keine Menschen. Ja, was nun? Keine Tiere, keine Menschen, vielleicht Aliens? Die Asanbosam. Asanbosam? Nie gehört. Alte Legenden der Ashanti erzählen von unheimlichen Wesen, die nachts in den Wipfeln der Bäume auf Opfer lauern. Sie ziehen die unglücklichen Seelen mit ihren langen, scharfen Klauen nach oben und verschleppen sie anschließend in ihre Höhlen, wo sie ihnen das Blut aussaugen. Was sagt eigentlich Ihr Chef dazu, dass Sie an solche gotteslästerlichen Spukgeschichten glauben? Spukgeschichten? Wenn man so lange unter den Ashanti gelebt hat wie ich, bleibt wenig, was unglaublich erscheint. Ich bin eine seriöse Journalistin und halte mich ausschließlich an Fakten. Wie zum Beispiel dieses Foto hier. Habe ich letzte Nacht geschossen.
Der kleine Freak saß zusammen mit einer ganzen Bande davon in den Bäumen über mir. Könnte das einer ihrer Asan Bosam sein? Heilige Maria, Mutter Gottes, du kannst von Glück sagen, dass du noch am Leben bist, mein Kind. Dann haben also tatsächlich diese Freaks den Professor verschleppt, ja? Angenommen, diese Legenden der Ashanti stimmen, wohin bringen die Asan Bosam dann ihre Beute? In ihre Höhlen. Das ist mir klar. Und die wären wo genau? Mein Kind, du willst doch nicht etwa dorthin? Aber selbstverständlich. Gibt sicher eine lukrative Story. Und vielleicht kann ich ja so nebenbei noch den Professor retten, falls ihn die Freaks nicht schon ausgesaugt haben. Ich werde dich ja doch nicht aufhalten können, mein Kind. Warte hier einen Augenblick. Das wird dir bei deinem waghalsigen Unterfangen von großem Nutzen sein. Nimm es an dich. Was ist das? Das sind die Aufzeichnungen von Pater Samuel, der sich sehr intensiv mit den Legenden um die Asan Bosam beschäftigt hat. Gott hab ihn selig. Danke. Der Herr beschütze dich. Okay, das, ja, wird langsam so ein bisschen gruselig nicht, aber sehr spannend. Da bin ich mal gespannt, was noch auf uns zukommt. Ja, was können wir denn hier... Hier hat man die Kirche aber mal nicht im Dorf gelassen. Ach, diese flachen Witze. Überhaupt muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ihren Charakter, naja. Vielleicht liegt es daran, dass sie halt eben Sam ist und sie ja eigentlich mit dieser ganzen Story nichts zu tun hat. Und ja, man mag halt so sehr die Hauptcharaktere, dass dann so ein Charakter, der dann immer nur dumme Sprüche bringt und extrem viele Flachwitze und zickig ist und arrogant ohne Ende. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich spiele ganz gerne mit ihr, aber die Sprüche, naja. Pater Julius, 1767 bis 1832. Hier liegen meine Gebeine. Ich wollte, es wären deine. Frechheit. Okay, das Datum habe ich mal aufgeschrieben. So etwas macht man nicht. Ach, wieso nicht? Schwester Josephine, 1852 bis 1904. Hier ruhen die Gebeine zum ersten Mal alleine. Unerhört! Okay. Wie hieß der jetzt nochmal? Pater Julius. Julius. Ich glaube zwar nicht, dass wir die brauchen, aber bevor ich dann wieder nach hier laufen muss, schreibe ich mir das mal lieber auf. Pater Billy, 1907 bis 2006. Nur die Guten sterben jung. Der hatte offensichtlich keine hohe Meinung von sich. Oder extrem viel Humor. Auf dem Grabstein steht J.H.M. 1890 bis 1977. Verzeihen Sie, dass ich nicht aufstehe. Hier liegt offensichtlich ein echter Kavalier. Oder ein Fan der Marx Brothers. Der Spruch ist aber gut. Hier liegt der Pater Samuel begraben, von dem die Schwester erzählt hat. Merkwürdig. Kein Spruch, kein Geburtsdatum, kein Todestag. Nur der Name. Dafür sind merkwürdige Symbole in den Grabstein gemeißelt. In den Feldern erkenne ich Linien und stilisierte Bäume. Okay, dann sind die Gegen Daten eine entsprechende wohl nicht so Bezahlung wichtig. Lasse ich mich ja zu vielem überreden. Grabschändungen gehören aber definitiv nicht dazu. Ja, aber irgendwas hat es doch damit auf sich. So ein Geheimgang oder sowas wahrscheinlich. Eine Schale aus Ton. So etwas haben wir mal in der Schule gebastelt. Meine war allerdings nicht so schön wie die hier. Hier beginnen die Aufzeichnungen. Es gab also in der Mission schon mal Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild wie bei den Wissenschaftlern. Okay. 14. Mai 1974. Durch die merkwürdigen Begebenheiten der letzten Zeit sah ich mich veranlasst, ab heute wieder regelmäßig Tagebuch zu führen. Meine Notizen sollen mir später dabei helfen, dass ich die richtigen Schlüsse aus diesen Ereignissen ziehe. In den frühen Morgenstunden brachte man bereits den dritten Arbeiter des Straßenbauprojekts am
besummt wie zu uns. Die Männer fanden ihn während der Nachtschicht, wie auch die anderen zuvor, besinnungslos, etwas abseits von den eigentlichen Baustelle. Die armen Seelen ringen bislang vergeblich darum, das Bewusstsein wiederzuerlangen. Sie scheinen an einer uns unbekannten Krankheit zu leiden. Ihre Haut ist gelblich und verfärbt und sie haben hohes Fieber, das in unregelmäßigen Schüben ihre Körper in Krämpfen schüttelt. Ihre Gesichter und Oberkörper weisen zudem blutige Verletzungen auf, die wie Kratzspuren aussehen. Die Schwestern unseres Ordens leisten Hilfe, so gut es nur geht. Aber solange wir nicht wissen, womit wir es hier zu tun haben, können wir nicht heilen, sondern lediglich die Symptome bekämpfen, die Schmerzen lindern. Die Ärmsten müssen so schnell wie möglich in ein richtiges Krankenhaus. Ob die Männer damals auch angegriffen wurden? Einer der Patienten war heute für einen kurzen Moment ansprechbar. Ich erwartete Antworten auf meine Fragen, ob er vielleicht ihm unbekannte Pflanzen gegessen oder Kontakt mit einem Tier gehabt habe. Aber was ich bekam, war zusammenhangsloses Gestammel, das für mich so klang, als ob er uns verzweifelt vor irgendetwas warnen wollte. Mal sehen. Tatsächlich, die Angreifer kamen aus den Bäumen, wie bei den Wissenschaftlern. 2 Tage später. Die Landebahn ist nach den schweren Regenfällen der letzten Tage in einen erbärmlichen Zustand und das Leben von 3 erkrankten Eingeborenen scheint der Baufirma nicht wertvoll genug zu sein, um einen Helikopter zu schicken. So werden sie wohl noch auf unbestimmte Zeit bei uns bleiben müssen. Heute war jeder der Männer für ein paar Minuten wach. Meine Befragung nach möglichen Ursachen für ihren schlechten Gesundheitszustand verlief allerdings erneut ergebnislos. Es will mir einfach nicht gelingen, dieses Puzzle aus bruchstückhaften Informationen zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen. Zu unglaublich ist das, was ich zu hören bekam. Alle 3 hatten sich während ihrer Pause von den übrigen Arbeitern entfernt, als sie von etwas angefallen wurden, das über ihnen in den Bäumen gelauert haben muss. Während sie davon erzählten, stand ihnen das Entsetzen ob der Erinnerung an die Geschehnisse ins Gesicht geschrieben, bevor sie wieder in den trügerischen Frieden tiefer Bewusstlosigkeit verfielen. Was hat die Arbeiter von den Baumwipfeln herab angegriffen? Könnte es vielleicht eine Schlange gewesen sein? Von solchen Attacken auf Menschen wurde zwar wiederholt berichtet, aber diese Zwischenfälle sind extrem selten. Und wieso fand man bei den Arbeitern weder Würgemale noch Bissspuren, sondern nur diese furchtbaren Risswunden? Ich bin ratlos. Interessant. Vergleichbare Vorfälle gab es wohl auch schon in der Vergangenheit. Weitere 2 Tage später. Der Gesundheitszustand der Patienten bleibt kritisch. Sie befinden sich in einem permanenten Dämmerungszustand, während die Fieberschübe kommen und gehen. Aber endlich kann ich auch Positives berichten, bin ich doch gestern auf eine vielversprechende Spur gestoßen. In den Chroniken unseres Ordens fand ich Berichte mit Beschreibungen ganz ähnlicher Krankheitsbilder. Ungefähr 60 Jahre ist es her, dass britische Landvermesser in der Nähe des Bosumtwi überfallen und anschließend mit Fieber, Krämpfen und gelblicher Hautverfärbung in unsere Missionen gebracht wurden. Laut Chronik berichteten die Opfer im Fieber waren von Dämonen mit langen Klauen und scharfen Fangzähnen, die ihnen des Nachts in den Bäumen aufgelauert hätten. Die Ähnlichkeit zwischen den Vorfällen von damals und heute sind offensichtlich. Ich muss unbedingt mehr darüber herausfinden. Wenn ich wüsste, womit wir es hier zu tun haben, könnte ich den erkrankten Arbeitern vielleicht helfen. Die Eingeborenen nennen die Angreifer Asan Bosam. Sie sollen auch für die Übertragung der Krankheit verantwortlich sein. Die alten Schamanen der Ashanti konnten diese mysteriösen Wesen kontrollieren und sich vor der Krankheit schützen. 3 Tage später. Ich bin heute von einer 2-tägigen Reise zurückgekehrt. Wegen der miserablen Straßenverhältnisse musste ich zu Fuß ins nächstgelegene Dorf. Aber die Strapazen haben sich gelohnt. Dort lebt nämlich ein Schamane vom Volk der Ashanti, der alte Kunabe. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sowohl er als auch ich hegen keine Vorurteile oder Ressentiments aufgrund unserer verschiedenen Weltanschauungen und Geisteshaltungen. Vielmehr respektiere ich seine Weisheit und Erfahrung, waren sie doch erneut von unschätzbarem Wert für mich. Obwohl seine Geschichte mir in diesem Fall ein hohes Maß an Willen zum Glauben abverlangte. Seine Ausführungen zufolge wurden die britischen Landvermesser auch als die einheimischen Straßenarbeiter von den Gesichtslosen angegriffen. In der Sprache der Ashanti heißen diese Wesen Asan Bosam. Sie sind uralt und leben in Höhlen, die sie nur in der Nacht verlassen. In den Wipfeln der Bäume lauern sie auf Beute, greifen aber auch Eindringlinge an, um ihr Revier zu verteidigen.
Seine Geschichte untermalte der Schamane mit schauerlichen Beschreibungen dieser Wesen, die mich sehr an die alten Vampirlegenden aus Osteuropa erinnerten. Ich hoffe, auch diese Kreaturen existieren lediglich im Reich der Mythen. Kunabe wusste aber auch weniger Schauerliches, dafür umso Interessanteres zu erzählen. Für die alten Schamanen waren diese Wesen offenbar Wächter des Waldes. Sie pflegten sogar den unmittelbaren Kontakt zu den Asabosan. Sie kannten deren Unterschlupf, konnten sie kontrollieren und sich vor der von ihnen übertragenen Krankheit schützen. Laut Kunabe sei dieses Wissen im Laufe der Zeit leider verloren gegangen. Aber er versicherte mir, dass die Legende wahr ist und die Asabosan auch heute noch im Dschungel leben und ihn beschützen. Falls das stimmt, muss ich dieses Geheimnis um jeden Preis ergründen. Auf der Suche nach dem Gegenmittel begab sich der Pater in große Gefahr. 3 Tage später. Die Arbeiter befinden sich nun seit fast 2 Wochen in unserer Obhut. Nach wie vor leiden sie unter Fieber und Krämpfen. Es hat sich kaum etwas an ihrem Zustand geändert. Die rätselhafte Erkrankung hat sie fest im Griff. Auch wenn ich mir der Gefahr durchaus bewusst bin, habe ich in den vergangenen Nächten Streifzüge durch den Dschungel unternommen. Sollte nur ein Fünkchen Wahrheit in dieser Geschichte des alten Schamanen stecken, werde ich das verloren gegangene Wissen wiederentdecken. Nicht zuletzt, um den kranken Arbeitern hier in unserer Mission zu helfen. Die Asanbosam existieren. Jetzt wird's interessant. 2 Tage später. Ich bin noch ganz durcheinander. Er hat die Wahrheit gesagt. Jedes Wort von Kunabe ist wahr. Die Asanbosam existieren. Ich sollte mir jetzt ein wenig Ruhe gönnen. Die Anstrengung fordert ihren Tribut. Erschöpfung und Müdigkeit werden von ein paar Stunden Schlaf sicher besiegt werden. Mein Tagebuch führe ich morgen ausgeruht weiter. Puh, so viel Text. Der Pater ist auf einen dieser Asanbosam gestoßen und ihm zu einer Höhle gefolgt. Am nächsten Tag, vergangene Nacht, bin ich tiefer in den Dschungel vorgedrungen als je zuvor. Mein Weg führte mich in Richtung des Sees und ich machte auf einer kleinen Lichtung Rast. Es herrschte Totenstille. Keine Grille, keine Frösche, keine Vögel, nichts. Nur das leise Rauschen der Blätter. Ich sah mich um, konnte jedoch im fahlen Mondlicht kaum etwas erkennen. Als meine Augen die dunkle Masse des Laubdickichts erforschten und sich allmählich mehr und mehr an die spärlichen Lichtverhältnisse gewöhnten, da war es plötzlich. Keine 5 Meter über mir hockte es und starrte mich regungslos an. Seine Silhouette zeichnete sich kaum vom graublauen Hintergrund ab, aber ich erkannte das Wesen ganz deutlich. Ich spürte, wie es mich musterte, anstarrte, belauerte. Es musste schon eine ganze Weile dort verharrt haben und mir lief es eiskalt über den Rücken. Was würde jetzt passieren? Mir kamen plötzlich Kunabes Beschreibungen in den Sinn. Rasiermesserscharfe Fangzähne, kräftige und lange Arme, scharfe Klauen, die das wehrlose Opfer nach oben in die Bäume ziehen. Keine Mythologie, sondern bittere Realität. Noch jetzt, während ich diese Zeilen niederschreibe, stockt mir der Atem, wenn ich an diese Situation zurückdenke. Doch plötzlich verschwand der Asabosan. Was ihn davon abhielt, sich auf mich zu stürzen, ich weiß es nicht. Vermutlich sah er in mir keine Bedrohung und hungrig war er wohl zu meinem Glück auch nicht. Jedenfalls huschte er geschickt und schnell wie ein Affe durch die Baumwipfel davon. Der Herr allein weiß, woher ich den Mut nahm, aber ich folgte ihm. Mit Mühe und Not gelang es mir und ich stand schließlich vor der Höhle der Asabosam. Morgen werde ich zu der Stelle zurückkehren und weitere Nachforschungen anstellen. Die Übersetzung der Inschriften am Höhleneingang brachte Erstaunliches zutage. Es handelte sich um die Beschreibung eines Rituals, das vor der Krankheit der Asanbosam schützen und sie auch heilen kann. 1 Tag später. Nach einer gründlichen Untersuchung des Eingangs zu den Höhlen bin ich davon überzeugt, dass er von den Schamanen der Ashanti angelegt wurde. Um ihn herum fand ich zahlreiche stark verwitterte Inschriften, die ich gleich heute Abend übersetzt habe. Ob ich in der Höhle war? Nein. Ich bin für wahr ein gottesfürchtiger Mensch und darum lag es mir fern, den Beistand des Herrn nach der Begegnung in der vergangenen Nacht ein weiteres Mal zu beanspruchen. Niemand sollte sich unnötig der Gefahr aussetzen, die in diesen Höhlen lauert. Daher habe ich beschlossen, mein Wissen mit ins Grab zu nehmen. Wenn sich tatsächlich einmal eine arme Seele dazu gezwungen sieht, den Weg in die Höhlen zu beschreiten, wird der Suchende die nötigen Hinweise finden.
Was ich ursprünglich in Erfahrung bringen wollte, konnte ich in den Inschriften an den Wänden des Höhleneingangs entnehmen. Die alten Schamanen beschreiben darin ein Ritual, das sie vor der Krankheit der Asabosam schützt. Dazu verbrannten die Schamanen vor dem Betreten der Höhlen bestimmte Ingredienzien in einem Tiegel neben den Eingang und reinigten sich im dabei entstehenden Rauch. Dieses Ritual werde ich auch auf unsere Patienten anwenden. Hoffentlich zeigt das Heilmittel eine positive Wirkung. Die Durchführung des Rituals war ein voller Erfolg, auch wenn es sich nicht vernünftig erklären lässt. Alle Patienten sind wohlauf. Diese Erlebnisse haben das Weltbild von Pater Samuel wohl ganz schön ins Wanken gebracht. Es gibt Erfreuliches zu vermelden. Dem Patienten geht es nach der Durchführung des Rituals der Schamanen tatsächlich besser. Das Fieber ist gewichen und die drei Arbeiter waren gestern für mehrere Stunden wach. Sie befinden sich ganz eindeutig auf dem Weg der Besserung. Und ich bin mir sicher, dass sie in ein paar Tagen wieder ganz genesen sind und entlassen werden können. Obwohl ich mir die Wirkungsweise dieser Medizin ein Rätsel ist, bleibt der Erfolg doch offensichtlich und hat ganz sicher nichts mit einem Wunder zu tun. Es gibt so vieles auf dieser Welt, das wir nicht verstehen. Vieles mag vor uns verborgen sein, vieles erscheint uns unmöglich. Und doch ist es da. Und manchmal erschüttert es sogar unseren Glauben. Hier steht, was man für das Ritual benötigt und wie man es durchführt. Okay, Schutzritual. Bevor man die Heimstätte der Asabosam betreten kann, muss man sich im Rauch reinigen. Dazu verbrennt man folgende Zutaten. In einem Tiegel direkt neben dem reiner Alkohol. Den haben wir, glaube ich. Zucker. Ameisensekret. Mindestens 5 Exemplare. Shit. Okay, die Ameisen habe ich. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt an das Ameisensekret? Das könnte noch problematisch werden. Folgende Kräuter und Pflanzen. Blüte des Brutblatts, Blüte der Hyazinthe, Stängel des Rosenkrauts, Blüte der Sternlilie, ein paar Stängel des Steinkrauts. Unglaublich, aber ich muss mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass die Asanbosam keine Fiktion sind. Zu überzeugend klingen die Schilderungen des Paters. Leider hat er das Wissen um den Weg zu ihren Höhlen mit in sein Grab genommen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mich vor der Krankheit der Asanbosam schützen kann. Wenn ich herausfinde, wo sie sich verstecken, kann ich den Professor vielleicht noch retten. Huch, da ist eine lose Seite rausgefallen. Sie ist leer. Okay. Okay. Jetzt wird's langsam so richtig interessant hier. Wo kann ich denn hier noch hin? Hier kann ich nirgendwo hin, oder? Da hatten wir alles. Wiese. Ach doch. Ah. Pflanze. Das war eine... Ein paar Stängel vom Steinkraut gehören auch in den Tiegel. Das war eine... Die, glaube ich, Sternlilie. Sehr hübsch. Eine Blüte fürs Haar, eine fürs Ritual. Die pinke? Ich glaube, die war da. Das muss Rosenkraut sein. Davon brauche ich einen Stängel. Waren die da drin? Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut Tagebuch brauche. Okay, dann waren sie es nicht. Aber die war, glaube ich, drin. Sieht nach Brutblatt aus. Ich pflück mal eine Blüte ab. Und da war noch was Lilanes. Ich glaube, das war die. Eine Blüte der Hyazinthe genügt laut Anleitung. Die Frage ist, waren das jetzt alle? Es sind 5 Blumen. Moment, dann gucken wir nochmal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann habe ich ja eigentlich alle. Das heißt, die Tonschale müsste ich dann wahrscheinlich benutzen, ne? Nee, kann ich nicht da reintun. Reiner Alkohol habe ich. Zucker. Zucker fehlt uns auch noch, oder? Okay, Zucker könnten wir theoretisch aus der Limonade kriegen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Den Alkohol haben wir auf jeden Fall. Zucker, wie gesagt, eventuell... Aber
Ameisensekret. Wie kriegen wir jetzt Ameisensekret? Oje, oje. Aber hier ist sonst nichts mehr, ne? So, hallo, du sollst die Zähne untersuchen. Ach so, nee. Die Pflanzen, die richtig waren, kann ich nicht mehr machen anscheinend. Okay, und dann lass mich mal hier rum. Ach so, eine Sache haben wir jetzt aber noch gar nicht. Fällt mir jetzt gerade ein. Was war jetzt hier mit dem Grabstein nochmal? Hier liegt der Pater Samuel begraben, von dem die Schwester erzählt hat. Merkwürdig. Kein Spruch, kein Geburtsdatum, kein Todestag. Nur der Name. Dafür sind merkwürdige Symbole in den Grabstein gemeißelt. In den Feldern erkenne ich Linien und stilisierte Bäume. Lilien und Bäume. Können wir das irgendwie mit der Fotokamera abfotografieren? Der Blitz ist im Moment meine einzige Waffe. Ich sollte mit der Munition also sparsam umgehen. Na, hallo, so dunkel ist es ja auch nicht. Also wenn du eine halbwegs vernünftige Kamera hast, dann kriegst du das ziemlich hell hin. Und ja, ich weiß, wovon ich rede. Gibt es denn sonst irgendeine Möglichkeit? Werkzeug, achso, war nur Werkzeug drin. Das war der Brief, Mullbinden. Das erinnert mich an den letzten Witz meines Ex. Was macht eine Blondine, die auf ein leeres Blatt Papier starrt? Sie liest ihre Rechte. Moment. Wir könnten das vielleicht abzeichnen. Prima, so kann ich die Symbole auf das Papier übertragen. Der Bleistift ist hinüber, aber auf dem Papier habe ich nun perfekte Kopien der Symbole auf Pater Samuels Grabstein. Wieso ist der Bleistift hinüber? Du sollst es doch nur abzeichnen. Ich habe die Ornamente vom Grabstein auf das Papier übertragen. Ja, das ist toll. Warum darf ich mir die nicht angucken? Hallo? Darf ich aber mit nicht... Mit dem Messer. Okay, ich schneide die Ornamente vorsichtig aus. Okay. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich auf Puzzles stehe. Ach so, oh Gott. Die muss ich jetzt auch wieder drehen, ne? Ja. Das ist ja mal richtig geil. Moment. Das könnte damit zusammenhängen. Dann, ich glaube, das gehört dazu, oder? Ja, das gehört dazu. Dann müsste hier ja eigentlich auch noch was mit Wölkchen sein. Das sieht aber nicht danach aus. Das hier vielleicht? Ja, sieht auch nicht so aus, als ob das wirklich passt. Ah, Moment, das passt. Dann müsste das theoretisch daran. Da haben wir noch was mit einem langen. Ne, das will er. Achso, Moment, oder? Das will er aber. Die beiden gehören auf jeden Fall zusammen. Das heißt, die können nur nach da unten. Das heißt, das hier. So rum da rein. Hat er das jetzt so angenommen? Anscheinend nicht. Das passt aber auch nicht. Achso, da muss das wahrscheinlich noch gedreht. Nein. Oh. So? Nee. So. Auch nicht. Irgendwie sieht das komisch aus. Ich glaube, es muss genau andersrum, oder? Aber warum hat der das dann hier dran gemacht? Ja, das sieht besser aus. Eine Karte. Ja. Der Weg zu den Höhlen der Asanbosa.
Ja, und nun? Auf dieser Karte hat Pater Samuel den Weg zu den Höhlen der Asanbosam eingezeichnet. Okay. Was machen wir jetzt mit der Tonschale? Also wir müssen das vor der Höhle machen, oder? Direkt neben dem Zugang der Höhlen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch die Ameisen kriegen. Also dieses Sekret von den Ameisen. Und wir müssen... Wo ist sie denn jetzt? Die Limonade. Die Frage ist, können wir einfach so die Limonade benutzen? Können wir das da irgendwie... da. Dann wollen wir dieses köstlich süße Gebräu mal fachgerecht dekantieren. Das heißt dann wohl ja. Können wir dann da auch direkt die Blüten reintun? Nö, das nicht. Hä? Eine Schüssel Limonade. Ja, und nun? Reiner Alkohol soll der auch schon da rein? Der kann auch nicht da rein. Was soll man denn? Schale mit Limonade. Können wir die irgendwie erhitzen oder so? Moment, da müssen wir... Die Höhlen der Asanbosam müssen hier ganz in der Nähe sein. Hoffentlich geht's dem Professor gut. Die sind hier, aber da will ich jetzt gerade noch nicht hin. Warum ist mein Feuer jetzt aus? Boah, wie viel habe ich hier drin? Mann. Heißt das, wir müssen das nicht erhitzen oder heißt das einfach nur, das ist ausgegangen wegen Übernacht und so? Mal gucken. Wir probieren es mal aus. Sieht ein bisschen so aus, als wolle ich eine Bowle ansetzen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was das werden wird, aber... Durchs Einkochen ist aus der Limonade ein dicker, klebriger und unglaublich süßer Sirup geworden. Klebriger Sirup. Ich habe jetzt zwei Sachen. Okay, das können wir nicht machen. Dann probieren wir das andere. Das war... Hier zwischen, glaube ich. Hier unten. Wenn der doch klebt, müsste der doch theoretisch die Ameisen festkleben. Er will aber nicht. Kann man den nur mit irgendwas kombinieren hier? Was? Stand da gerade, ich konnte es mit einem Schlüssel machen? Damit kann ich jetzt so richtig dick auftragen. Ach so. Erwischt. Die Ameise klebt am Pinsel. Können wir die anderen auch... Achso, nee, die sind jetzt so... Zack. Hallo. Das ist ja fast so einfach. Ich sollte das mal mit Stäbchen probieren. Hab dich. Boah, was sind die so schnell? Eine noch. Das war's. Eine ansehnliche Strecke, Kleinwildjägerin Peters. Oh, da muss man erstmal drauf kommen. Okay, also Ameisen haben wir. Die Frage ist jetzt nur... Die Zahl der Liebe. Die Frage ist jetzt nur, wie kriegen wir jetzt dieses Extrakt heraus? Reicht das, wenn wir die jetzt einfach kaputt machen würden quasi? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo ist das Buch? Buch? Da. Die Frage ist, gilt das jetzt schon als Zucker? Mit dem Sirup? Eigentlich ja, ne? Nehme ich an. Reiner Alkohol haben wir, Ameisensekret und so weiter und die Blütenblätter quasi auch.
Wir könnten jetzt, weil das jetzt auch frei geworden ist, mal gucken, ob wir zur Höhle gehen. Der Höhleneingang und vom Professor keine Spur. Dann werde ich mich mal drinnen umschauen. Nach der Durchführung des von Pater Samuel beschriebenen Schutzrituals, versteht sich. Keine Lust, mir irgendeine ätzende Krankheit einzufangen. Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht da noch aus. Tiegel. Der Tiegel ist leer. Wollen wir mal nicht gierig werden. Ich habe doch schon die Tonschale. Der Tiegel steht hier genau richtig. Schale mit Sirup. Hat sie da jetzt was von reingemacht? Ein Teil der Zutaten für die Räuchermischung liegt bereits im Tiegel. Ah, okay, dann ist das der Zucker. Gut, da müssten wir theoretisch... Ja, okay. Jetzt verstehe ich das. Gut, die gehen alle weg dann. Das noch. Und rein damit. Ja. Und rein damit. Alkohol, genau. Alkohol war noch dabei. Ah ne, die Ameisen noch, genau. Die Ameisen. Und rein damit. So, das sollten alle Zutaten gewesen sein. Dann das Feuerzeug. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Oh, so wie das stinkt, könnte der Rauch ziemlich alles von mir fernhalten. Okay. Bin ich jetzt geräuchert oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Unheimlich. Hier herrscht absolute Stille. Man hört keine Vögel oder andere Tiere. Selbst die Blätter scheinen Angst davor zu haben, zu rascheln. Ja gut, sie beschwert sich nicht. Teufel! Was? Was war das denn? WTF? Hallo? Durchgang. Eine Maske mit Augen, Mund und einer Art Kriegsbemalung. Müssen wir da irgendwas reintun? Ja, die Mullbinden vielleicht? Nee. Hätte ja sein können. Okay. So viele Durchgänge. Na gut, er ist jetzt da hinten durchgelaufen. Würde ich sagen, gehen wir da auch durch. Nicht die geringste Spur von Professor Hartmann. Nur noch mehr Durchgänge, die noch tiefer in die Höhle führen. Mhm. Ich komme mir vor wie auf dem Maskenball. Würde ich sagen, bleiben wir mal bei rechts. Oha, wo bin ich jetzt? Okay, was ist das? Hey, das scheint tatsächlich eine Art Comic zu sein. Die Geschichte beginnt mit einem Mann, der Kinder aus einer größeren Gruppe auswählt. Sie folgen ihm in eine Höhle, die hinter ihnen verschlossen wird. Dort leben die Kinder fortan, während der Mann sie im Kampf ausbildet. Der große Mann gibt ihnen auch zu essen und so wachsen die Kinder allmählich zu Männern heran. Aber was ist das? Die Kinder scheinen sich dabei zu verändern. Ihre Arme werden länger und sie bekommen... große, raubtierhafte Fangzähne. Das ist grauenhaft. Okay. Tonschale. Das Tongefäß sieht aus wie diese komischen Lampen, die sie in dem skandinavischen Einrichtungshaus bei mir um die Ecke verkaufen. Lampen? Dann versuchen wir doch mal anzuzünden. Da gibt's nichts, was man anzünden kann. Was ist mit ein Klumpen Harz soll brennen wie Zunder. Och, guter Hinweis. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. Das war jetzt wirklich mal ein guter Hinweis. Das Harz brennt wie Zunder. Was ist mit der? Die armen Kinder. Es würde mich schon interessieren, wie genau sie zu solch furchtbaren Bestien werden. Vielleicht kennt der Professor ja die Antwort.
falls er noch am Leben ist. Hm. Aber jetzt drücken oder so können wir das nicht. Hm. Dann gehen wir nochmal. Oder? Halt, stopp. Halt, stopp. Haben wir hier alles? Ton. Okay, dann haben wir alles. Ich will nicht noch irgendwie eine Kleinigkeit übersehen oder so, ne? Ich komme mir vor wie auf dem Maskenball. Okay, hier kann man auch nichts drücken. Nein, okay. Hier hängt auch eine Maske an der Wand. Puh. Gehen wir mal hier. Hier sind so Spinnenweben. Das... Aber... Alter. War das ein Tier oder ein Mensch oder... Es hat sich angehört wie dieses Megafon hier. Wir haben den Harzklumpen nicht mehr. Wir bräuchten ihn aber hierfür. Und noch eine von diesen Lampen. Okay, gehen wir mal. Ah! Was es wohl mit diesen Masken auf sich hat? Ach so, da kann man nur durchgehen. Ja, dann gehen wir noch mal kurz zurück. Und machen da auch mal... Licht dann packen rein. Wir mal etwas Brennstoff hinein. Oh, was muss auch das Feuerzeug ganz vorne sein? Ich finde das immer so blöd, dass man die nicht verschieben kann. Das hängt hier bestimmt nicht ohne Grund. Also lasse ich besser meine langen Finger davon. Hä, bist du doof? Du sollst es da reinmachen. Also anzünden. Okay. Die armen Kinder. Es würde mich schon interessieren, wie genau sie zu solch furchtbaren Bestien werden. Vielleicht kennt der Professor ja die Antwort, falls er noch am Leben ist. Hm. Na gut, gucken wir mal, was hier ist. Hier scheint ja so, bis auf das Harz, nichts zu sein. Oh, da ist noch eins. Und eine Sackgasse, so wie es aussieht. Na gut. War da auf der das ist so blöd. War da jetzt noch was oder müssen wir jetzt hier den Durchgang nehmen? Ah, Moment, da ist wieder sowas. Da können wir auch wieder was reinmachen. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. Feuerzeug, Feuerzeug. Die armen Kinder. Es würde mich schon interessieren, wie genau sie zu solch furchtbaren Bestien werden. Vielleicht kennt der Professor ja die Antwort, falls er noch am Leben ist. Gehen wir mal darin. Da sind wieder so Spinnenweben. Das ist aber jetzt eine komische Maske. Nicht mal eine ziemlich kaputte Maske. Ne? Ah, noch eins? Oh oh. Hallo? Dieser Mechanismus mit den 5 Steinrädern scheint die Tür in diesem Raum zu öffnen. Okay. Okay. Das sind aber nicht die Symbole, die wir gesehen haben, oder? Das sind doch andere. Okay, gehen wir erstmal woanders noch hin. Hier, das ist zum Beispiel einer mit so einem Krug. Den hatten wir ja... Ich schreibe mir das mal eben auf. Moment, einmal den Krug...
Wo sind wir denn da eigentlich langgelaufen? Da bin ich doch hier reingegangen, oder nicht? Und dann bin ich hier rein. Und dann war ich bei der Maske. Also ist das quasi einmal im Kreis. Okay. Gehen wir hier raus. Und dann haben wir hier einen mit einem Berg. Berg und Mann, keine Ahnung. War ich hier jetzt schon? Oder bin ich von da jetzt rausgekommen eben? Ne, das war die Sackgasse. Und dann bin ich nach links gegangen, genau. Dann gehen wir jetzt von hier aus nach rechts. Habe ich noch einen? Ja, ich habe noch einen. Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. Das waren 4 Stück, oder? Ich habe aber doch jetzt schon... Das ist doch jetzt der 4. meine ich, den ich machen kann. So, dann ist da einer mit einem Bogen. Einer mit einem Bogen. Die armen Kinder. Vielleicht kennt er... Ja, da sagt sie immer noch das Gleiche. Links ist der... Nee, ist das der Ausgang? Hier war man noch gar nicht. Noch mehr Durchgänge. Scheint doch etwas weitläufiger zu sein, als ich angenommen habe. Nö, aber ist nicht so schlimm. Hier, das ist jetzt irgendwie... Ah, da. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so ein bisschen komisch gemacht, als ob wir hier noch was einsammeln könnten. Oder was machen könnten. Da ist nochmal eins. Ich hätte mir vorher aufschreiben müssen, weil jetzt habe ich den einen natürlich... Dann packen wir mal etwas Brennstoff hinein. Den einen nicht aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern. Drei Schatten. Links groß. Keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Also aufschreiben soll. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von hier, oder? Ich habe es jetzt gar nicht so... Nee, von hier sind wir gekommen. Das ist jetzt wieder so ein Durchgang. Da sind wir wieder hier. Da waren wir schon. Das ist der Bogenschütze. Da sind wir doch ganz am Anfang. Okay, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich jetzt hier wie durchkomme. Da bin ich, glaube ich, jetzt eben nicht durchgelaufen. Das war der Eingang. Ah, das ist der letzte. Das ist der letzte gewesen. Das ist so ein... Ich sag mal Mann schief. Keine Ahnung, wie ich das sonst... Das sind auf jeden Fall dann 5, die ich insgesamt habe. Okay. Das ist natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge. Es könnte jetzt sein... Der mit dem... Ah, wenn man, ja klar, wenn man das von oben nach unten sieht... Moment. Dann sind die... die mit den Schatten sind oben. Der Typ vor dem Berg, das ist der zweite, die zweite Reihe. Dann der Bogenschütze ist die dritte Reihe. Der Typ mit dem Krug ist die 4. Reihe. Und der Mann, der so schief steht, ist dann die 5. Reihe. Ha! Jetzt muss ich nur noch in Anführungszeichen, herausfinden, wo dieser eine Raum gewesen ist. War das nicht die Sackgasse? Das war die Sackgasse. Moment. Ja, hier ist es. Okay, perfekt, 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 perfekt. Okay. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, was haben wir gesagt? Oben sind diese 3 Schatten mit dem großen links. Darunter ist der Mann vor dem Berg. Das ist das. Als drittes ist der Typ mit dem Bogen. Als viertes ist der Typ mit dem Krug. Der hier. Und als fünftes der Mann, der so schief steht. Das war der hier, glaube ich. Ah, das ist ein Knopf. Geschafft. Ah! Oh oh.
Okay. Soll ich die erschrecken? Ich bin mir gerade nicht sicher. Langsam wird's eng, der Akku ist fast leer. Macht nichts. Geh hin, rede mit ihm. Herr Professor! Professor Hartmann, hören Sie mich! Er hat offenbar starke Schmerzen. Ohne Medikamente und Wundverbände bekomme ich ihn sicher nicht transportfähig. Kein Thema. Habe ich alles dabei. Moment. Mullbinden? Das sollte die Blutungen eine Weile stillen. Will mir ja schließlich meine Klamotten nicht versauen. Die Flecken bekommt man sehr schwer wieder raus. Ja, ist ja auch nicht so, als ob es eventuell um das Leben meines Mannes geht. Hauptsache, die Klamotten sind in Ordnung. Schmerztabletten. Schlucken Sie die, dann geht's Ihnen gleich besser. Das muss reichen, bis wir zurück in der Mission sind. So, die Frage ist, können wir ihn jetzt auch irgendwie heilen? Sieht aus, als hätte Schwester Sam ganze Arbeit geleistet. Keine Angst, Professor, ich bringe uns hier raus. Zwei Tage später. Hey, Professor. Sie sehen ja deutlich weniger scheiße aus als noch vor zwei Tagen, als ich Sie gefunden habe. Willkommen unter den Lebenden. Danke für das eigenwillige Kompliment. Die Schwestern haben sich wirklich aufopferungsvoll um uns gekümmert. Und natürlich auch vielen Dank, dass Sie mich dort rausgeholt haben, Miss... Peters. Sam Peters. Ah, die Journalistin. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich ohne Sie aufgebrochen bin. Aber die Situation ließ mir keine andere Wahl. Vergeben und vergessen, wenn Sie mir dafür die versprochene Story liefern. Natürlich. Dann haben Sie also ein paar Minuten für mich? Also bitte, schauen Sie mich doch an. Sehe ich etwa aus, als ob ich heute schon was vorhabe? Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich auch alle Antworten liefern kann. Das werden wir ja sehen. Sie wollen wissen, was die Asanbosam sind. Was denken Sie? Es sind Menschen, da bin ich mir sicher. Haben Sie die Wandmalereien in den Höhlen bemerkt? Ja. Die Ashanti waren schon immer ein sehr geheimnisvolles Volk, mit einer außergewöhnlichen Naturverbundenheit. Wenn, wie bei allen Naturvölkern, der Lebensraum die Existenzgrundlage bildet, beschützt man ihn natürlich mit allen Mitteln. Irgendwann müssen die Schamanen der Ashanti zu der Erkenntnis gelangt sein, dass man sich gegen die Eindringlinge aus der Welt jenseits ihres Lebensraumes nicht ewig zur Wehr setzen kann. Also haben sie ganz besondere Krieger ausgebildet. Das Ritual, das die Höhlenmalereien zeigen? Korrekt. Aber diese Krieger, die Asanbosam, haben nicht gerade viel Menschliches an sich. Sie bewegen sich wie Tiere und dann diese furchterregenden langen Zähne. Diese Schneckenart, wegen der wir eigentlich hier am Bosumtwe sind. Deren Genom sich durch den Verzehr der Algen verändert hat? Genau die. Die Algen könnten Träger eines Virus sein, der genetische Veränderungen oder Mutationen bei einer Spezies spontan und innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne auslöst. So hat man zum Beispiel auf der indonesischen Insel Flores die versteinerten Überreste eines kleinwüchsigen Menschen gefunden, der ein genetischer Nachfahre des Homo erectus ist. Innerhalb nur weniger Generationen entwickelten sich die Menschen in dieser isolierten Umgebung zu einer Art Zwergenrasse, die perfekt an das Leben in niedrigen, engen Höhlen angepasst war. Ein unglaublicher Evolutionsschub. Gemessen an den üblichen Theorien ging diese Entwicklung tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit über die Bühne. Wie bei den Asanbosam. Möglich. Vielleicht waren wie bei der Schnecke auch hier die Algen bzw. Viren im Spiel. Inwiefern? Vielleicht haben die Schamanen ja gewusst, dass die Alge eine Art Mutagen enthält und sie gezielt zur Nahrungsgrundlage der Auserwählten gemacht. Das Ergebnis kann durch seine abschreckende Wirkung ja durchaus überzeugen, was Sie aus eigener Erfahrung sicher bestätigen werden. Dann sind diese Geschöpfe regelrecht gezüchtet worden, um Eindringlinge fernzuhalten? Das ist meine Interpretation, ja. Und was ist mit dieser grippeähnlichen Krankheit, die Sie übertragen? Da muss ich passen. Die Asanbosam selbst scheinen dagegen immun zu sein. Vielleicht eine weitere Waffe gegen Fremde. Glauben Sie, dass Sie sie getötet hätten? Nein. Sie tun lediglich, wozu sie erschaffen wurden. Erschrecken und verjagen. Und wie sehen nun Ihre Pläne aus?
Die Entdeckung dieser Spezies ist schließlich eine absolute Sensation. Tja, das mag wohl stimmen. Aber? Die Schamanen der Ashanti handelten lediglich nach bestem Wissen und Gewissen, zum Wohl ihres Volkes. Und das rechtfertigt, Kinder zu Monstern zu machen? Nein, das ganz sicher nicht. Aber was tut man nicht alles, um zu überleben, um seine Heimat zu schützen? Eine Heimat, in die wir eingedrungen sind, die wir erforschen und ausbeuten wollen. In diesem speziellen Fall drängt sich selbst mir als Wissenschaftler die Frage auf, ob man wirklich allen Dingen unbedingt auf den Grund gehen muss. Das ist unser Job. Dann hoffe ich, dass ich den Tag nicht erleben muss, an dem es nichts mehr zu entdecken gibt. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Tja, jetzt muss ich also eine Entscheidung treffen. Soll ich die Story veröffentlichen? Hat das eine Auswirkung auf die Geschichte? Also, ich denke mal, dass die Geschichte damit eh vorbei ist. Das, zumindest fühlt sich das so an. Also, ich meine, es ist blöd, wenn sie jetzt nichts hat, was sie veröffentlichen kann. Aber ich kann es schon absolut nachvollziehen. Also, es ist natürlich heftig, was da passiert ist. Und die Kinder, die zu Monster gemacht worden sind und so. Aber er hat, dieser Professor oder was das war, er hat nicht ganz Unrecht. Ich meine, es ist halt etwas, was mit dem besten Gewissen gestartet worden ist, sage ich jetzt mal. Die haben versucht, irgendwo ihr eigenes Volk ja zu schützen, wenn man so möchte. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Normalerweise würde ich sagen, wenn wir es nicht machen, dann kommen andere dahin und werden das Geheimnis aufdecken. Aber ich würde mal sagen, nein, wir veröffentlichen das Ganze nicht. Ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht. Möge der Mantel des Schweigens auf ewig über die Existenz der Asambosam gebreitet bleiben. Freiheit ist eben doch wichtiger als so vieles. Apropos Freiheit, die kann ich selbst jetzt auch ausgiebig genießen. Leider nicht auf meiner kleinen Segeljacht. Als ich ohne eine einzige Zeile zurück nach Hamburg kam, hat mich mein cholerischer Chef in 0,0 auf die Straße gesetzt. Ob er sich von dem folgenden kleinen Herzinfarkt wieder vollständig erholt hat, weiß ich leider nicht. Und das ist mir auch völlig egal. Zeit mal wieder in Berlin bei Max vorbeizuschauen. Vielleicht stellt er mir ja endlich seine geliebte Nina vor. So wie er mir in Indonesien ständig mit ihr in den Ohren gelegen hat, glaube ich fest daran, dass die beiden wieder zusammenkommen. Und vielleicht hat er ja sogar einen lukrativen Job für mich, damit ich mir endlich meinen kleinen Traum erfüllen kann. Nein! Also wenn es danach noch einen Teil geben soll, dass die Sam wieder dabei ist, nein, danke. Da komme ich gleich nochmal zu, aber ich möchte die bitte nicht in der Nähe von unserem Traumpärchen haben. Das Ende. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Ja, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite, das Spiel an sich fand ich nicht schlecht, aber zwei Dinge. Zum einen ging mir die Sam tierisch auf die Nerven. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so eine absolute Antipathie oder sowas ihr gegenüber empfinde. Aber sie ging mir halt wirklich richtig auf die Nerven stellenweise. Die flachen Witze sind ja noch okay. Ich sag mal, mit besonderer Intelligenz ist sie ja jetzt nicht gerade gesegnet, so wie es aussieht. Dafür aber mit überheblicher Arroganz und so weiter. Und genau das ist halt das, was sie so ein bisschen, naja, nicht sehr sympathisch macht, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man konnte das Spiel trotzdem gut spielen. Also es war jetzt auch nicht so, als ob sie jetzt durchgehend nur arrogant war oder so und das einen nur auf die Nerven ging. Also ich fand das Spiel an sich gut. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln muss, wenn mich nicht alles täuscht, haben die alle den gleichen Preis. Und es stimmt, was mir ja nicht gesagt wurde, was ich recherchiert habe quasi. Nämlich, dass das Spiel nicht so lange gedauert hat. Also wir haben jetzt, glaube ich, zwei, ein Viertel Stunden ungefähr aufgenommen, meine ich. Und ich bin ganz ehrlich, das ist nicht wirklich lange. Es ist okay, wenn ein Spiel nicht so lange ist, wobei
also etwas über 2 Stunden ist natürlich wirklich sehr, sehr kurz. Also 5 Stunden, sage ich jetzt mal, 5, 6 Stunden ist das, was ich vom Spiel normalerweise erwarte, gerade von so einem Point-and-Click-Spiel. Das erwarte ich schon. Und ich habe bei einigen Sachen doch ziemlich gehangen, weil ich nicht genau wusste, was ich da machen sollte. Und jemand, der ja vielleicht das ein bisschen schneller gelöst hat oder jemand, der, keine Ahnung, die Lösung schon kennt, weil er schon gespielt hat oder was weiß ich, der ist da bestimmt in 1 Stunde oder so durch. Und das ist dann ja auch doof. Eine Sache würde ich gerne noch anmerken. Es gab, soweit ich weiß, keine Errungenschaften dafür. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich einer der vielen Menschen bin, die halt gerne auf Jagd nach Errungenschaften gehen. Und ja, das fand ich halt immer super bei den Spielen. Und das war jetzt hier leider nicht so. Aber was mich jetzt, was so ein bisschen negativ aufstößt, in Anführungszeichen, bei mir jetzt nicht so, weil ich habe das Spiel sowieso im super Angebot geholt. Ich glaube, Weihnachten war das noch letztes Jahr. Also ist schon was her. Ja, dass es halt genauso viel kostet wie die anderen Teile. Und das finde ich jetzt nicht gerechtfertigt. Also mit den anderen Teilen haben wir uns länger beschäftigt. Ich glaube, da hatten wir kein Let's Play, was unter 20 Stunden war, meine ich. Bei 3 Teilen insgesamt. Ja gut, das letzte war ein bisschen kürzer. Also das letzte war vielleicht so 14 Folgen oder so. Ich habe es jetzt auswendig nicht mehr im Kopf. Sind auch mittlerweile, jetzt wo ihr dieses Let's Play seht, sind die jetzt alle freigegeben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind die noch nicht alle freigegeben. Ich habe sie zwar schon hochgeladen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, also den 3. verzeihe ich ja noch, der ist zwar kürzer, aber es war wirklich einiges drin, wo man halt noch viel machen konnte und so. Ich fand den 4. jetzt hier, St. Peters, nicht schlecht gemacht. Außer jetzt die blöden Sprüche immer wieder zwischendurch und naja, dass sie halt so typisch blond und arrogant rüberkam, ne? Das fand ich halt jetzt nicht so toll. Das ist wahrscheinlich extra so gemacht, aber ich fand es halt nicht so schön. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es für den Preis nicht okay. Also dafür, dass es so extrem kurz ist, hätte man den Originalpreis auf höchstens 5 Euro dann setzen müssen. Ich glaube, es sind knapp 10 Euro, kosten die anderen Teile jeweils. Und hätte man das schon auf fast 5 Euro. Ich kann verstehen, dass die Leute damit Geld machen wollen. Ist auch, ne, gönne ich auch jeden. Ich meine, dafür macht man ja nun mal Spiele, um andere zu begeistern, aber auch natürlich, um Geld damit zu verdienen. Ist ja bei YouTube beispielsweise bei den meisten auch nicht anders. Man macht es, weil man Spaß hat. Also ich mache es zumindest, weil ich Spaß daran habe. Und ich mache auch wirklich nur die Spiele, an denen ich Spaß habe. Also wenn mir jetzt irgendeiner sagt, hör mal, mach mal das Spiel, stelle ich das auch nicht vor. Also wenn ich denke, ich könnte Spaß dran haben, dann fange ich damit an. Wenn ich irgendwann merke, okay, so richtig Spaß macht es nicht mehr, dann mache ich es auch nicht weiter. Bin ich ganz ehrlich. Und ja, aber man freut sich natürlich trotzdem, wenn man was damit verdienen kann. Und sehe ich auch alles ein, ist auch alles kein Problem. Nur die 10 Euro Kaufempfehlung, ja, doch, würde ich rausgeben, aber im Angebot, definitiv im Angebot. Das ist so das Einzige, was ich jetzt dazu sagen möchte. Und halt eben vom Charakter her, naja, also ich stand jetzt nicht so auf die Sam, muss ich sagen. Die hat mich schon ein bisschen genervt im 2. Teil, was glaube ich, wo sie dabei war. Und ja, dass sie jetzt so eine Extra-Akte hat, ich weiß nicht, ob das so unbedingt sein musste. Aber okay, ich meine, sei ja gegönnt, sie ist ja da irgendwie eingeführt worden. Lästert da die ganze Zeit über irgendeinen Ex von ihr und naja, ich sag's mal, so sehr erwachsen ist sie nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze empfunden habt, ob ihr ja mit der Länge zufrieden wart. Vielleicht fandet ihr das auch besonders toll, weil ich das jetzt alles an ein Stück hochgeladen habe. Wie ihr die Story an sich fandet, wie ihr euch am Ende entschieden hättet, das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ob ihr die Story rausgebracht hättet nach dem Motto Scheiß drauf, sind nur menschliche Kreaturen in Anführungszeichen, habe ich nichts mit zu schaffen, Hauptsache ich kriege meine Segeljacht. Oder ob ihr da wirklich noch ja, menschlich seid und gedacht habt, okay, das hätte ich jetzt auch nicht veröffentlicht oder so. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Antworten. Und dann will ich ja auch nicht mehr lange drum herum reden, sondern ich verabschiede mich jetzt erstmal. Und ja, leider gibt es dann kein Secret Files mehr.
Weil das war jetzt der letzte Teil. Es sei denn natürlich, dass die Entwickler nochmal einen neuen Teil rausbringen. Dann werde ich mich darauf wieder stürzen, damit ich ihn euch dann vorstellen kann. Und ansonsten sage ich mal danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.